ist schon ziemlich hell und das um 6:30. Guten Morgen Österreich und willkommen in einer neuen Woche. Willkommen in einem neuen Monat. Mai haben wir schon und willkommen nach einem langen Wochenende. Ich hoffe, Sie haben das lange Wochenende genossen, waren Eis essen wie viele, waren am Tennisplatz, am Golfplatz wie viele, waren beim Friseur so wie viele andere. Wir schauen uns gleich an, wie dieses erste Öffnungswochenende in den Friseursalons sich so abgespielt hat. Davor aber mal die Fakten zum Start in den Tag. Rund 100.000 Maturanten und Maturantinnen kehren heute wieder zurück in die Schule und das nach fast 2 Monaten des Zuhause-Lernens. Und ab heute sind Besuche in Seniorenheimen wieder möglich, natürlich alles unter bestimmten Auflagen. Und seit Samstag, wie schon erwähnt, dürfen die Friseursalons und Friseurstudios in Österreich wieder aufmachen. Das lange Warten hat ein Ende. Wir haben uns angesehen, wie die haarigen Auswüchse des Lockdowns so ausgesehen haben, wie schlimm es wirklich war und wie dieses erste Öffnungswochenende so abgelaufen ist. Es darf endlich wieder gewaschen, geschnitten, gefärbt und geföhnt werden. Und darauf haben einige hart gewartet und um den Termin am ersten Tag gekämpft. Ja, das habe ich gemacht. Friseur war heute das erste Mal und das war nach irgendwie 8 Wochen eine Freude. Es war irgendwie dringend nötig. Ich habe die Frau Vanessa wochenlang schon gequält, um einen Termin zu bekommen und das ist mir auch geglückt offensichtlich. Und ich habe schon lange nicht so viel Sehnsucht nach einem Mann gehabt wie nach Herrn Steinmetz. Andere wiederum kamen auch ohne Friseur ganz gut zurecht. Weil schneiden, schnipseln tue ich immer ein bisschen selber, dann beschneide ich mich wieder ein bisschen, dann korrigiere das. Ich bin ein Naturmensch und mit der Schönheit ist auch nicht mehr so arg in meinem Alter. Also ich, natürlich bin ich froh heute, dass ich wieder den Kopf gewaschen kriege. Nur fürs Interview wollten die beiden Damen kurz die Maske abnehmen. Ansonsten ist sie Pflicht für die Angestellten ebenso wie für die Kundinnen und Kunden. Wir haben in 2 Wiener Salons nachgefragt, ob das auch klappt. Das funktioniert. Also die Maßnahmen lassen sich umsetzen. Wir sind noch sehr konzentriert darauf, dass wir jeden Gast bitten, dass er gleich auf die Toilette geht, sich die Hände wäscht. Es kommt jeder mit Maske und die Disziplin, dass die Maske auch den ganzen Besuch oben bleibt, funktioniert zu 100%. Die normale Maske, die geht, aber der Schutzschild, also wenn da im Sommer, also das ist zu heiß, man erstickt drunter. Nicht einmal beim Schneiden sind sie gescheit und dann haben sie die Gummihandschuhe auch noch an. Also es wird schon warm, aber kann man nichts dagegen machen, wir sind eher doch daran gewöhnt, aber zur Gesundheitssicherheit muss man das aufsetzen. Sicherheit wird also groß geschrieben, im Salon Jost gibt es gleich beim Empfang quasi eine Desinfektionsmittelbar. Meine Frau ist ja Medizinerin und die hat mir Gott sei Dank gleich alles gegeben, was zur Verfügung steht. Und Steinmetz und Bundi setzen bei der Kasse auf eine Plexiglaswand. Die ist nicht notwendig im Prinzip, aber nachdem ja, wir irgendwie einfach schon die letzten Wochen uns vorbereiten wollten, haben wir uns da einfach auch ein bisschen schlau gemacht, wir machen das andere. Und das Resümee nach dem ersten Tag? Ja, große Freude bei den Kunden, auch bei uns auch. Ja, viele frohe und glückliche Gesichter haben wir da gesehen. Schönen Start in die neue Woche wünschen wir heute am Montag, am 4. Mai. Und dieser 4. Mai ist und wird ein Tag für die Geschichtsbücher. Zum ersten Mal in der Geschichte der Zweiten Republik rücken heute nämlich Milizsoldaten und Soldatinnen zum Dienst ein. Davon betroffen rund 2300 Männer in Österreich. Die verlängerten Grundwehrdiener werden von den Milizsoldaten abgelöst werden. Ein Ort, an dem das passieren wird, ist die Schwarzenberg-Kaserne in Wals-Sitzenheim bei Salzburg und von dort meldet sich jetzt Kollegin Romy Seidel und das an einem besonderen Tag für Salzburg, Romy. Guten Morgen. Guten Morgen hier aus Wals-Sitzenheim im Salzburger Flachgau. Es ist wahrlich ein historischer Tag, denn genau heute, eben am 4. Mai vor 75 Jahren, ist der Krieg in Salzburg zumindest offiziell zu Ende gegangen. Die Stadt Salzburg wurde den herannahenden US-Truppen kampflos übergeben und dadurch konnte weiteres und unnötiges Leid und Zerstörung verhindert werden. Und die Schwarzenberg-Kaserne, die die größte flächenmäßig in Österreich ist, wurde auch von der US-Armee errichtet. Und hier rücken heute früh, so gegen 8 Uhr, die ersten Milizsoldaten ein. Man sieht schon, sie kommen ja auch mit den Zivilfahrzeugen. Und bei mir ist der Kommandant des Salzburger Militärs, Brigadier Anton Waldner. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr Brigadier, viele wissen nicht, was die Miliz ist, weil sie zum ersten Mal eben seit dem Bestehen der Zweiten Republik einberufen wird.
Was macht die Miliz? Die Miliz, das ist dieser berühmte Bürger in Uniform, der seinen Grundwehrdienst irgendwann abgeschlossen hat, seine Ausbildung zum Offizier oder Unteroffizier ebenfalls gemacht hat, jetzt mitten im Zivilleben steht, seinem zivilen Beruf nachgeht, periodisch zu Übungen hereingeholt wird und das ist das wirklich Neue, aufgeboten wird. Zum ersten Mal in der Geschichte der Zweiten Republik, seit 65 Jahren, findet heute eine Teilmobilmachung statt. Weil seit 65 Jahren, Entschuldigung, das ist unterbrechen, das Bundesheer existiert, ja? 2300 haben die Einberufungsbefehle erhalten. Das sind 13 Milizkompanien österreichweit, eine für Salzburg. Die Aufgaben dieser Kompanien werden sein, speziell die Sicherheitsexekutive an den Grenzübergängen österreichweit zu unterstützen und auch Unterstützung für die Sanitätsbehörden der Länder zu leisten. Herr Brigadier, das Wort Miliz hat so irgendwie etwas Bedrohliches aus. Auch. Jetzt gibt es überall Lockerungen, was die Corona-Beschränkungen betrifft. Warum ist dieser Einsatz trotzdem notwendig? Also wir haben normalerweise 2000 Soldaten im Einsatz, 1000 im Ausland, 1000 im Inland. Jetzt verdoppeln wir diese Stärke auf 4100. Das ist nicht aufrechterhaltbar ohne besondere Maßnahmen. Das haben wir gemacht, indem wir jetzt Aufschubspräsenzdienst machen und die Miliz wird für die Dauer von 2 Monaten, nachdem sie ausgebildet ist, diese Aufgabe zu 90% übernehmen. Grenzkontrollen wird es aus meiner Sicht noch Monate geben. Sie kennen die Diskussion, Deutsche machen Urlaub in Deutschland, etc. Also ich gehe davon aus, dass diese Tätigkeit noch über Monate gehen wird. Ja, bei uns ist auch der Kompaniekommandant der Salzburger Miliz, Dominik Mayer. Herr Mayer, Sie werden eigentlich alle aus dem Zivilleben herausgerissen. Sie haben vor knapp 3 Wochen den Einberufungsbefehl bekommen. Was bedeutet das für Sie und Ihre Kameraden? Das bedeutet, dass wir historisch gesehen, wie es der Herr Brigadier schon gesagt hat, eine einmalige, erstmalige Möglichkeit haben, zu zeigen, was Bürger in Uniform können. Das bedeutet, wir werden aktiv der Polizei gemäß dem Behördenauftrag des Innenministeriums Assistenz leisten und demnach bei den Grenzkontrollen unterstützen als Sicherungselement. Ja, genau. Ja. Aber ist das nicht so auch ein Einschnitt? Natürlich. In das Privatleben? Ja, das zivile Leben steht jetzt für 3 Monate. Das ist passiert. Währenddessen wir unsere Bürgerpflicht tun dürfen und aktiv bei der Sicherheit Österreichs unterstützen dürfen. Können Sie diesen Einberufungsbefehl eigentlich auch ablehnen? Uns ist klar, Sie haben sich dazu verpflichtet nach Ihrem Präsenzdienst, aber trotzdem? Für bestimmte Personengruppen, Berufsgruppen ist das natürlich möglich. Ich denke da zum Beispiel an systemrelevante Berufsgruppen wie etwa Mediziner oder Personen im Pharmaziebereich. Und wie ist das mit dem Verdienst? Da werden ja manche wahrscheinlich mehr verdienen, als jetzt dann diese 3 Monate beim Bundesheer bekommen. Ja, das stimmt. Allerdings regulär zu dem Sold, der ausbezahlt wird, gibt es sowas, das nennt sich Verdienstentgang. Die kann man geltend machen und bekommt somit die Differenz zu dem beruflichen Geld ausgeglichen. Dann bedanke ich mich vorerst bei Ihnen. Sie bleiben hier noch bei uns. Unter den Milizsoldaten befinden sich österreichweit auch 4 Frauen. Hier in Salzburg sind keine. Aber soweit die ersten Informationen über den ersten Einberufungsbefehl der österreichischen Milizsoldaten hier in Waldsitzenheim. Und zurück zu dir, Lukas, auf dem Königlberg zum AF-Zentrum. Danke, Romy Seidel, für uns heute in Salzburg. An den Handschuhen der Herren Soldaten haben wir es gesehen. Es ist frisch in Salzburg und auch sonst wettermäßig alles dabei in dieser Woche. Sonne ist geplant, Regen ist geplant, ein bisschen windig wird. Genau das, was ein Garten derzeit so alles braucht. Und so wie bei uns Menschen gibt es auch bei den Pflanzen Partnerschaften, die gut funktionieren und Partnerschaften, die weniger gut funktionieren. Unser Pflanzenflüsterer Karl Bloberger ist heute quasi Beziehungsberater und sagt uns, welche Gemüsesorten sie ruhig nebeneinander pflanzen können, weil sie sich gut vertragen und warum die Petersilie sich selbst so gar nicht mag. Einmal haken ersetzt dreimal gießen. Das ist eine alte Gärtnerweisheit und die Bodenvorbereitung ist beim Aussehen das Um und Auf. Einen schönen guten Morgen. Das gilt natürlich nicht nur im Beet, sondern das gilt auch fürs Hochbeet oder auf der Terrasse im Tischbeet. Was wollen wir anbauen? Karotten und Zwiebel. 2 Mischkulturpartner, die perfekt zusammenpassen. Und da gibt es einen Trick.
Damit die Karottensamen wirklich keimen, sollte man sie zuerst in ein Gefäß geben, wo Sand drinnen ist, ein bisschen Flüssigkeit und der Same zuschrauben, gut schütteln und auf die Fensterbank stellen, wo es sehr, sehr warm ist. Einige Tage stehen lassen, da sieht man dann die kleinen Wurzelchen von den Karotten schon und dann keimen sie sich und dann werden diese Samen mit dem Quarzsand gemeinsam in Saatrillen gestreut. Warum mischt man eigentlich Karotten und Zwiebel? Ganz einfach, die Karotte, der Geruch der Karotte verscheucht die Zwiebelfliege und der Geruch der Zwiebel verscheucht die Karottenfliege. Es gibt aber noch andere Mischkulturpartner. Zum Beispiel passen auch Sellerie und Kohlrabi perfekt zusammen. Oder aufpassen, Petersilie ist selbst unverträglich. Wo einmal Petersilie gestanden ist, darf man mindestens 4 bis 5 Jahre keine Petersilie anbauen, sonst bekommt es gelbe Blätter oder mickert so dahin. Und da dazu kommen jetzt noch die Steckzwiebeln. Die gelben sind die Stuttgarter Riesen und die roten sind die roten Karmen. Übrigens auch ein Trick, die kleinsten Steckzwiebeln liefern die besten und größten Zwiebelhäupel. Ich wünsche viel Spaß beim Garteln. Vielen Dank, lieber Karl Bloberger. Von Karotten und Zwiebeln jetzt in eine ganz andere Welt. Heute am 4. Mai ist nämlich auch internationaler Star Wars Tag. Wir haben einen Österreicher getroffen, der ist seit mehr als 20 Jahren ein Riesenfan der Star Wars Welt. Für den ist heute sozusagen Feiertag. Wir haben ihn, und zwar den Herrn da hinten, Thomas Schuster heißt er, in einer nicht allzu fernen Galaxie namens Niederösterreich getroffen. Ja, es ist eigentlich das moderne Märchen, also moderne Technologie, klassischer Kampf zwischen Gut und Böse, also all das, was man eben vielleicht früher in den Märchenbüchern gehört hat, hat man hier wiedergefunden. Thomas Schuster lebt in Zellerndorf in Niederösterreich und ist Star Wars Fan. Für mich ist Star Wars Star Wars und nicht nur wegen den Filmen, sondern auch wegen der Community, und da macht es jetzt keinen Unterschied, ob es jetzt die neuen Filme oder die alten Filme sind, das ist alles ein Themengebiet. Der IT-Fachmann sammelt Unterschiedlichstes zum Thema, dabei stellt er sein Geschick und gutes Herz unter Beweis. Das sind jetzt meine selbst gebastelten Kostüme sozusagen. Der Weiße ist natürlich ein Stormtrooper der alten klassischen Trilogie. Dieser ist eben in der Stunt-Ausführung. Also das sind jetzt keine Figuren, sondern alles tragbare Kostüme. In Österreich bin ich Mitglied bei der Rebel Legion und der 501st Legion. Und wir arbeiten sehr eng mit dem St. Anna Kinderspital, der österreichischen Kinderkrebshilfe und auch mit Make-A-Wish zusammen. Was mich vor allem hier fasziniert hat, ist, wie diese Gruppe in ihren Kostümen bei den oft schwer erkrankten Kindern doch noch ein Lächeln hervorzaubern kann. Etwas Persönliches zählt zu den Highlights der Sammlung. Ich war auch in England, Amerika auf zahlreichen Messen. Man konnte dort auch mit den Stars wie Carrie Fisher oder Mark Hamill plaudern. Ja, es spielt halt sehr viel Glück mit. Zum Beispiel war ich sehr lange auf der Suche nach einem Autogramm von George Lucas, der ja eigentlich nur für Charity-Organisationen unterschreibt. Und habe dann eben durch einen Linzer, der in Amerika eben eine größere Menge Autogramme gekauft hat, dann mein George Lucas Autogramm bekommen. Dann möge die Macht auch weiterhin mit dem 35-Jährigen sein. Von fremden Galaxien wieder zurück auf den Boden der Realität und ins Jahr 2020. Und dieser Boden der Realität, der schaut aus wie folgt. Seit Samstag dürfen alle Geschäfte in Österreich wieder aufsperren. Die Friseure haben wir schon gesehen heute und auch alle anderen Dienstleister haben wieder offen. Wie wird das von den Kunden angenommen und wie schnell wird sich die Wirtschaft erholen? Das analysiert auch heute für uns Christoph Wager, Leiter der Zeit im Bild 2. Christoph, einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Vor bestimmten Geschäften haben wir am Wochenende lange Schlangen gesehen. Wie ist er denn angenommen worden, dieser erste Einkaufssamstag? Ja, unterschiedlich. Lange Schlangen gab es allerdings vor allem vor den großen Möbelhäusern, vor den großen Elektroketten.
Die kleinen Händler, die klagen eher über verhaltene Umsätze. Es fehlen die Umsätze der Touristinnen und Touristen. In Wien, in Salzburg machen Urlauber doch einen, tragen einen wesentlichen Teil zum Umsatz im Handel bei. Naja, und diese Umsätze fehlen derzeit. Mhm. Du hast es angesprochen, der Tourismus, der fehlt im Moment und der wird auch noch länger fehlen. Was wir hören in den letzten Tagen, auch wenn Ende Mai dann die Hotels aber wieder aufsperren sollen. Ja, da kommen vor allem aus Deutschland unterschiedliche Botschaften. Auf der einen Seite ist die Reisewarnung verlängert worden in Deutschland, und zwar die Reisewarnung für die ganze Welt bis Mitte Juni. Auf der anderen Seite sagt der deutsche Außenminister, die Reisebeschränkungen innerhalb von Europa sollen keinen Tag länger dauern als unbedingt notwendig. Das heißt, da kommen unterschiedliche Botschaften. Es ist völlig unklar aus heutiger Sicht, ob die Deutschen ihren Sommerurlaub in Österreich werden machen können oder nicht. Mhm. Etwas Licht am Ende des Tunnels gibt es aber, was das Thema Arbeitslosigkeit betrifft. Die ist in den letzten Tagen sogar etwas zurückgegangen. Das stimmt, da sind gegen Ende April die Zahlen etwas zurückgegangen. Allerdings sind immer noch 570.000 Menschen in Österreich ohne Job. Dazu kommen 1,2 Millionen Menschen, die für die Kurzarbeit angemeldet sind oder bereits in Kurzarbeit sind. Diese Zahlen steigen nach wie vor. Also insgesamt sind 1,8 Millionen Menschen in Österreich entweder in Kurzarbeit oder arbeitslos. Heute wird es neue Zahlen dazu geben vom AMS und von der Arbeitsministerin. Wir werden in den Zeit- und Bild-Sendungen und natürlich auch in der ZIB 2 darüber berichten. Mhm. Wie viel diese Krise kostet, sieht man auch an der staatlichen Unterstützung, zum Beispiel für Kurzarbeit. Die wurde jetzt nochmals aufgestockt. Genau, das war vor einer Woche, waren das noch 7 Milliarden, mittlerweile sind es bereits 10 Milliarden, die die Regierung für Kurzarbeit reserviert hat, und 7 Milliarden davon sind bereits verplant, eine gewaltige Summe. Zugleich versucht die Regierung den Unternehmern zu helfen, indem sie gewisse Steuerzahlungen vorerst aussetzt. Es gibt Steuerstundungen in der Höhe von mehr als 4 Milliarden Euro. Mhm. Auch wenn das Riesenumfänge sind, in der Umsetzung scheint es aber Probleme zu geben. Da hört man von Unternehmen, Unternehmerinnen aus ganz Österreich eigentlich ähnliche Meldungen, dass es einfach zäh ist und lang dauert, bis das Geld auch ankommt. Ja, wir bekommen täglich nach wie vor Meldungen und E-Mails von Unternehmen, die sich über die schleppende Umsetzung beklagen. Vor allem bei der Kurzarbeit ist das ein Thema. Teilweise müssen die Unternehmen sozusagen die Kurzarbeit vorfinanzieren. Sie müssen die Löhne zahlen, müssen dafür Kredite aufnehmen, weil es bei etlichen Unternehmen offenbar noch keine Zahlungen vom AMS gibt. Mhm. Das könnte Unternehmen in Schieflage bringen. Jedenfalls fürchten das die Eigentümer. Ja, also noch ein bisschen Sand im Getriebe. Mhm. Wie schaut es denn aus, was die Fluglinien betrifft? Da wird ja verhandelt mit Auer und auch der Lufthansa. Ja, das ist das große Thema dieser Tage, auch weil es um wahnsinnig viel Geld geht. Angeblich gibt es eine Grundsatzeinigung zwischen der Auermutter Lufthansa und der deutschen Regierung, dass es ein Hilfspaket für die Lufthansa geben wird. Die Rede war von einer Summe zwischen 9 und 10 Milliarden Euro. Bestätigt ist das noch nicht, aber Lufthansa-Chef Spohr hat das gestern in einem Brief an die Mitarbeiter angedeutet. Hauptstreitpunkt ist nach wie vor, ob der Staat, der deutsche Staat, bei der Lufthansa einsteigt oder nicht, ob er sozusagen Miteigentümer wird. Die Lufthansa wehrt sich mit Händen und Füßen dagegen, weil sie nicht will, dass Politiker im Management mitreden. Sowohl die Lufthansa als auch die Auer haben mit Staatsbeteiligungen keine guten Erfahrungen gemacht. Mhm. Aber wird das Österreich oder wird das Deutschland machen, ohne dass dafür was für die Steuerzahler rausspringt? Also rausspringen muss auf jeden Fall was, das ist völlig klar. Die Frage ist, ob tatsächlich die Politik dann den Aufsichtsrat besetzt oder Aufsichtsräte entsendet. Man könnte das auch anders lösen, etwa über vereinbarte Zinszahlungen, so wie das damals mit den Banken in der Finanzkrise gemacht wurde. Aber das dürfte noch Gegenstand der Verhandlungen sein. Vielleicht erfahren wir heute schon mehr. Vielen Dank fürs Erste, Christoph Hager. Gerne. Ja, wenn sich heute viele Menschen am 4. Mai 2020 in Österreich wünschen, einfach wieder normal arbeiten zu können, so waren es heute vor 51 Jahren in Österreich andere Themen am Arbeitsmarkt. Und zwar hat es für Diskussionen gesorgt, dass die Arbeitszeit damals verkürzt worden ist. Wir schreiben den 4. Mai. 1969 stehen Österreichs Arbeitnehmer vor dem Problem, schon bald mehr Freizeit zu haben. Dank eines Volksbegehrens zur Verkürzung der Wochenarbeitszeit auf 40 Stunden. Was erwarten sich die Österreicher? Weniger arbeiten. Ich glaube, in einer modernen Industrie muss beides möglich sein. Weniger arbeiten und mehr verdienen. 4. Mai 1949. Beim Landeanflug auf Turin streift ein Passagierflugzeug im dichten Nebel die Basilika von Superga und zerschellt am Boden. An Bord befindet sich die komplette Fußballmannschaft des AC Turin. Niemand überlebt das Unglück.
Ganz Italien ist geschockt. Die schon zu Lebzeiten gefeierten Stars der Meistermannschaft werden in einem Trauerzug von einer 500.000 Menschen zu Grabe getragen. Das Stadion bleibt verwaist. Die Abstimmung ist geschlossen. Für Österreich ist eine wichtige Hürde auf dem Weg zum Beitritt in die Europäische Union genommen. Das Europaparlament hat mit überraschend hoher Mehrheit für Österreich als Beitrittsland gestimmt. Die Freude ist groß. Ich finde das ein fantastisches Ergebnis. An seinem heutigen Geburtstag gedenken wir Keith Haring. Der US-amerikanische Künstler war stark von der Graffiti-Kunst beeinflusst. Er starb 1990 in New York. Schauspielerin und Sängerin Pia Zadora gratulieren wir an ihrem Geburtstag ganz herzlich. Willkommen an diesem 4. Mai, der wettermäßig, ja, schönes Frühlingswetter bringt, Temperaturen bis zu 20 Grad. Da werden viele wieder auf den Drahtesel steigen, viele das Rad aus dem Keller oder aus dem Gartenhäuschen holen, so wie das auch Julian Walkowiak gemacht hat. Julian, einen schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Und vielen Dank für dieses ganz besondere Lastenfahrrad. Du hast uns heute 4 Räder mitgebracht, beziehungsweise 5 eigentlich, sehe ich gerade. Wir wollen uns anschauen, was man denn selbst quasi so checken sollte nach dem Winter. Gehen wir mal die Räder durch. Was sind das für Räder? Mit welchen hast du mit da losgeschickt? Mit dem du gerade gefahren bist, da bist du mit einem klassischen Trekkingradl gefahren. Mit dem bin ich zum Beispiel schon nach Kopenhagen raufgefahren. Da wirklich? Mit dem? Draufpacken, hast die cool. Lichtanlage drauf. Okay. Eher zum gemütlich fahren und zum genießen. Dann das orangene Rad, das ist ein Gravelbike, das ist eher für sportive Ausfahrten, fährt sich super auf losem Untergrund, Schotterwege, Waldwege, aber eher fürs Gerade gedacht. Und von den Packtaschen ein bisschen sportlicher ausgerichtet, minimalistisch, weniger Gewicht mitschleppen. Ja. Dann haben wir so ein klassisches Retro-Stil, quasi Damenrad, Hollandrad, ist halt was Schönes, ist ein bisschen Nostalgie, ja, und irgendwie ein Genießerrad, und das verliebt man sich. Ne? Mhm. Mit dem Körper vorne schön einkaufen fahren. Ja, in der Stadt, sehr gut. Dann haben wir ein Jugendrad. Genau, da haben wir ein Kinderrad. Mhm. Das ist das neue von Woom mit einer Federgabel. Das heißt, auch das ist eher ausgerichtet für sportliche Fahrten. Ja. Ah, das hätten wir gedacht damals. Okay, cool. Und dann? Und dann haben wir noch ein ganz ein kleines Rad. Das ist ein 14-Zoll-Fahrrad für so circa 3 Jahre alte Kinder. Und mit dem lernen sie halt das Radfahren. Ja. Julian, du bist selbst begeisterter Radfahrer, hast schon erzählt, du warst in fast jedem Land Europas schon mit dem Rad, bist Mountainbike-Guide, bist auch Leiter von Kinderfahrradkursen, aber bist auch einer, der selbst viel macht am Rad, glaube ich. Welche sind denn die wichtigsten Dinge, die man jetzt, wenn man vielleicht wirklich heute das Rad aus dem Keller rausholt, selber checken kann und soll? Also eigentlich, wenn man so ganz logisch denkt, was braucht der Radl zum Fahren, das ist die Luft. Das heißt, das kann jeder mal in der Früh gleich checken. Am besten den Reifen einmal anschauen. Wenn das Radl lang im Keller gestanden ist, einmal aufpumpen, dann sieht man gleich, in welchem Zustand ist der Reifen. Hat der vielleicht schon irgendwelche Risse, ist er gar brüchig oder hält die Luft? Wo treten diese Risse meistens auf? Wirklich in da vorne am Profil oder auf der Seite? Na, auf der Seite, in der Flanke, genau. Ja. Das heißt, das einmal kontrollieren und dann Luftdruck. Wie viel Bar braucht ein Rad? Steht das irgendwo drauf oder wie viel soll ich reinpumpen? Ja, das wäre leicht, wenn es so wäre. Also draufstehen tut es, aber jeder Reifen braucht verschieden viel Druck. Also je breiter der Reifen, desto weniger Druck. Und da sprechen wir jetzt grob gesagt zwischen 2 und 9 Bar. Mhm. Und da muss man halt auf dem Reifen schauen. Das steht auch auf der Flanke drauf. Da steht immer Minimum und Maximum von bis Bar, wie viel man da reinpumpen kann. Okay. Wenn man so eine große Standpumpe hat mit einem Barometer, sieht man es eh ganz gut. Und sonst macht man den guten alten Fingerdruck. Wenn da wirklich Widerstand ist, dann passt's. Ja, also Reifendruck ist einmal das Erste. Was kann ich noch selber checken? Ich persönlich würde empfehlen, die Bremsen checken, wenn es losgeht. Gute Idee, okay. Wie mache ich das? Einfach mal den Bremshebel ziehen und schauen, ist der Druckpunkt noch da. Das ist egal, ob das jetzt eine mechanische oder hydraulische Bremse ist. Wenn du den Bremshebel schon bis zum Griff ziehen kannst, dann weißt du, entweder gehört die hydraulische Bremse entlüftet oder bei der mechanischen Bremse geht es halt dann um die Bremsbacken. Die werden dann wahrscheinlich schon so weit abgefahren sein, dass die mal zum Tauschen wären. Okay. Was ist mit der Kette? Oft ist es ja so, dass die komplett eintrocknet im Winter. Genau. Das ist auch eigentlich, wenn du losfährst, das erste Indiz, wenn es quietscht, dann weißt du, hoppala, die Kette ist zu trocken, ich soll es wieder ölen. Mhm. Wenn es im Winter... Oder das Knie, das vielleicht nicht bewegt worden ist im Winter. Kann sein. Ja. Okay, das heißt, wenn es quietscht, dann kann die Kette was haben. Sehe ich das selber?
Du kannst einfach mal mit dem Finger draufgreifen und schauen, ist die Brösel trocken oder ist da noch ein Restfetten drauf? Oder es kann auch vorkommen nach dem Winter, dass wirklich Rostflecken drauf sind. Ja. Wenn das ist, einfach mal gut reinigen, da reicht das Seifenwasser. Mal gut durchputzen, auch ein altes Zahnbürstel oder Radreinigungsbürste. Runterkratzen den Rest und dann schön trocknen. Dann mit einem Kettenöl ein paar Tropfen draufgeben, das einwirken lassen und dann am besten noch das restliche Öl noch einmal runter putzen mit einem Lappen. Weil sonst ist das zieht den ganzen Dreck an und den Staub und dann wird das wie ein Schmirgelpapier. Julian, vielen Dank für diese vielen, vielen Tipps. Wir werden heute noch Zeit haben, den ein oder anderen durchzugehen. Ich wünsche dir jetzt schon eine schöne Radsaison 2020. Vielen Dank, dir auch. Julian, danke schön, weil Kowiak heute bei uns. Nehmen wir diese Kamera. Wir freuen uns auf viele, viele besondere Gäste. Cornelius Obonia, Nico Langmann, Rollstuhl-Tennisfahrer. Und jetzt mal die ausführliche Zeit im Bild um Punkt 7. Bis gleich. Es ist ganz genau 7:08. Willkommen in einer neuen Woche, in der das Land Schritt für Schritt, Stufe für Stufe wieder hochgefahren wird. Heute 100.000 Maturanten und Maturantinnen wieder in der Schule, Seniorenheime, da dürfen wieder Besuche stattfinden. Alles wird schon langsam also wieder hochgefahren und dennoch gibt es auch jetzt noch Branchen, wo das Leben komplett stillgelegt ist. Filme, Serien können nicht produziert werden, da kann nicht gedreht werden. Theater kann zum Beispiel nicht gespielt werden. Wie geht einer der bekanntesten Schauspieler des Landes, Cornelius Obonia, mit dieser Situation um? Er ist heute gleich bei uns zu Gast. Davor in die Welt des Sports. Sie kennen Österreichs Nummer 1 im Tennis, Dominic Thiem, genau. Kennen Sie aber auch Österreichs Nummer 1 im Rollstuhltennis? Es wird höchste Zeit dafür. Ich freue mich sehr, dass er heute bei uns ist. Einen schönen guten Morgen, Nico Langmann. Hallo Luki, servus. Nico, du bist nicht nur Österreichs Nummer 1, du bist weltweit sogar die Nummer 30. Und auch dich und deinen Trainingsalltag hat die Corona-Krise natürlich voll getroffen. Du warst in den Vorbereitungen für die Paralympics in Tokio vor einigen Wochen und dann auf einmal Trainingsverbot. Erzähl uns ganz kurz, wie hast du die letzten Wochen so erlebt? Ja, ich kann dir nur sehr Ähnliches erzählen, wie es jedem Sportler eigentlich ergangen ist. Es ist natürlich so, dass man als Sportler immer auf Ziele hinarbeitet und von einem Schlag auf den anderen ist es natürlich so, dass das alles irgendwie weggenommen wird. Aber ja, es hat natürlich nicht nur den Sport betroffen, sondern alles. Und man hat einfach gesehen, Sport ist in den Hintergrund gerückt und die essentiellen Dinge des Lebens in den Vordergrund. Mhm. Bevor wir weiter über dein Leben als Profisportler sprechen, morgen ist Internationaler Tag der Inklusion. Wie erlebst du denn als Mensch mit Behinderung diese Corona-Zeit? Gibt es da andere Herausforderungen als sonst? Ich glaube, für alle sind große Herausforderungen gerade da. Aber natürlich ist es so, dass Menschen mit Behinderung vielleicht schneller auch in eine Risikogruppe fallen. Und deswegen ist ja auch die Gefahr vielleicht auch größer für manche Menschen mit Behinderung. Also ist es natürlich so, dass die Herausforderungen für alle groß sind, aber für manche eben vielleicht größer als für andere. Mhm. Wenn wir über Inklusion sprechen, also Gleichberechtigung für alle, egal welche Menschen, was bedeutet dieser Begriff? Das ist ein großer Begriff, um den es da morgen und auch die Tage davor und danach geht. Was bedeutet Inklusion für dich? Eigentlich bedeutet es für mich nichts, weil ich finde, Inklusion sollte Normalität sein. Also alles, was nicht inklusiv ist, ist irgendwas, was man benennen sollte. Das heißt, inklusiv ist einfach nur, wir sind genau gleich behandelt wie alle anderen auch. Mhm. Wir lernen heute noch eine Fotografin kennen, gleich im Anschluss, die selbst sagt, wenn sie mit Menschen mit Behinderungen oder mit besonderen Bedürfnissen spricht, dann hat sie oft Vorurteile. Erlebst du das auch häufig? Ich finde, dass ich mich gar nicht da rausnehmen sollte. Ich selber habe sicher auch noch Vorurteile gegenüber Menschen mit Behinderung. Also es ist ja nicht so, dass wir da alle rausgenommen sind. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man das selbst erkennt, selbst daran arbeitet und in einer Gesellschaft so lebt oder die Gesellschaft so entwickelt, dass das gar nicht mehr sozusagen sich entwickeln kann, diese Vorurteile. Ja, dein Wort in Gottes Ohr und in unser aller Ohren. Wir haben schon angesprochen, du hast jetzt einige Wochen pausieren müssen, was das Tennistraining betrifft. Seit wann darfst du wieder auf den Platz? Es gab eine Sonderregelung für Profis, wo ich Gott sei Dank runtergefallen bin. Also es war cool, dass ich eben ab 20. April wieder beginnen konnte. Genauso wie einige andere Tennisspieler in ganz Österreich und Tennisspielerinnen.
Und bin jetzt seit 2 Wochen am Platz wieder und spüre noch immer den Muskelkater vom ersten Tag. Also. Ist das wirklich so? Weil auch Dominic Thiem gesagt hat, einer der durchtrainiertesten auf der Tour überhaupt, der gemeint hat, nach der ersten Tenniseinheit hat er einen Muskelkater gehabt. Du auch? Ja, den habe ich eben, wie gesagt, noch immer. Ich weiß nicht, wann der weggeht. Okay. Aber ich habe mich eigentlich auch fit gehalten während der Nicht-Trainingszeit am Platz. Also was hast du da gemacht? Ich war an den Tagen vor dem Lockdown habe ich noch mich eingedeckt mit allen möglichen Fitnessgeräten für zu Hause, habe mir hunderttausende Hanteln gekauft und diverse Sachen und war jeden Tag eigentlich wirklich fleißig, nach Plan auch. Aber wie ich dann am Platz habe ich gemerkt, na, ist doch was anderes. Mhm. Weil wir gerade über Dominic Thiem gesprochen haben, mit dem hast du gestern auch Zeit verbracht, ihr seid sehr gut befreundet. Was habt ihr da unternommen gemeinsam? Ja genau, wir waren beim Wings for Life World Run gemeinsam am Start, also natürlich mit Sicherheitsabständen. Aber wir haben einfach gemeint, das ist ein schönes Zeichen, weil wir trainieren ja auch immer gemeinsam. Also sein Vater ist auch mein Coach und wir sind dann gemeinsam in einer Trainingsgruppe. Mhm. Und bei dem Lauf geht es ja darum, sozusagen Querschnittlähmung heilbar zu machen und wir laufen genau für diesen Zweck. Und da war es natürlich cool, dass man das mit einem Freund an der Seite machen kann. Ja, du, was kannst du von seinem Tennis für dein Tennis mitnehmen und lernen? Alles. Ich meine, die Nummer 3 der Welt. Ja. So schlecht macht das nicht. Und Tennis ist gleich Tennis. Also egal, ob du jetzt sozusagen auf Rädern halt sitzt oder stehend die Schläge machst, das ist ja im Endeffekt, der Ball spürt das ja nicht. Also der Schläger geht genau gleich und genau deswegen kann ich mir natürlich viel abschauen. Nico, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Wir werden auch die Gelegenheit haben, weiter zu plaudern. Mach's dir mal fein. Kaffee oder Wasser, was auch immer. Danke. Bis später. Danke dir. Nico Langmann heute, die Nummer 1 des heimischen Rollstuhltennis zu Gast. Dass hinter Menschen mit Behinderung mehr steckt als die Behinderung, das haben wir gerade am Beispiel von Nico Langmann gesehen. Doch dafür gibt es noch eine Reihe anderer Beispiele. Und genau die möchte die Sonder- und Heilpädagogin Greta Scheichen-Ost mit Hilfe eines Projekts auf Instagram vorstellen. Die digitale Welt ist voll mit Bildern, die ein perfekt inszeniertes Leben zeigen. Der Sonderpädagogin Greta Scheichen-Ost war das irgendwann zu oberflächlich. Vor 1,5 Jahren hat sie daher ihren Instagram-Account Unduso gestartet, wo sie Fotos von Menschen mit Behinderung veröffentlicht. Ich glaube einfach, dass Menschen mit Behinderungen in unserer Gesellschaft viel zu oft nicht sichtbar sind. Und ich wollte eine Plattform schaffen, wo es diese Sichtbarkeit halt dann gibt. Ein voller Erfolg. Ich freue mich halt einfach, wenn das Interesse groß ist, einfach damit darüber gesprochen wird. Und mir fällt da natürlich immer wieder selber auf, dass ich Vorurteile habe oder dass ich voreingenommen bin. Und das Projekt sagt mir schon immer wieder auf, dass man sich da selbst reflektiert und wie wichtig das ist, eben sich selbst oder seine eigenen Meinungen zu hinterfragen. Kurz vor der Corona-Krise hat sie Simon porträtiert. Ihr geht es immer auch darum, die Geschichte zum jeweiligen Menschen zu erzählen. Ganz oft kommt mir vor, wird für Menschen mit Behinderungen gesprochen, anstatt ihnen zuzuhören. Und ich wollte nie jemandem eine Stimme geben, sondern eben die Möglichkeit, selbst zu sprechen bzw. selbst zu erzählen. Und ich glaube einfach, dass die Texte genauso wie die Bilder ganz wichtig sind dabei. Was wünschst du für die Zukunft? Mein Wunsch ist, es ist ein großer Highlight. Was ist ein, was die für ein Highlight? Highlight heißt, ich mache diese Fotos machen. Ich bin Künstler, weil ich kann das. Mhm. Stimmt, du kannst das. Ja. Das stimmt. Weil ich lebe mit Down Syndrom 21 zu leben. Das macht, du liebst das, macht das Leben, glücklich. Gell? Das macht glücklich. Das Wichtigste ist, dass wir alle miteinander offen und empathisch umgehen und mit Respekt. Und dass jeder und jede sich mit dem Thema Inklusion auseinandersetzen soll, weil es uns alle betrifft. Unduso ist ein weiterer Schritt, das digitale Leben bunter und vielfältiger zu machen und somit Inklusion auch im Netz zu fördern. Es geht rein in eine neue Woche. Herzlich willkommen an diesem 4. Mai. Zeit für unsere Promi-News aus aller Welt. Boris Johnson, über den wurde viel berichtet. Nona Netz, der hatte in den letzten Wochen ein richtig bewegtes Leben. Wenn man sich da so anschaut, was passiert ist. Zuerst der Brexit, dann die Corona-Infektion mit Aufenthalt auf der Intensivstation. Und jetzt ist er auch noch Papa geworden. Er und seine 32-jährige Verlobte Carrie Simmons haben vorigen Mittwoch einen Sohn bekommen, der die Namen Wilfred Lawrence
Laurie und Nicholas bekommen soll. Die Namen Wilfred und Laurie wegen der Großväter des Paares. Und Nicholas heißt er zu Ehren von zwei Ärzten, die Boris Johnson auf der Intensivstation betreut haben. Wir bleiben gleich im Vereinigten Königreich und kommen zur Prinzessin Charlotte. Die hat am Samstag ihren 5. Geburtstag gefeiert. Der Kensington Palast veröffentlichte dazu bereits am Tag davor 4 Fotos der Tochter von Prinz William und Herzogin Kate. Sie ist dabei unter anderem beim Einpacken und Verteilen von Care-Paketen zu sehen. Diese sind für isolierte Pensionisten in der Nähe gedacht. Ich glaube, die kleine Charlotte hat sich ihre Geburtstagsfeier wahrscheinlich auch ein bisschen anders vorgestellt. Auch nicht vorstellen kann sich Schlagersänger Stefan Mross, derzeit so wie viele andere Paare auf der ganzen Welt, derzeit zu heiraten. Deswegen hat er die geplante Hochzeit jetzt mal verschoben. Da hat das Schicksal eben entschieden, dass es mal nicht sein soll, sagt er in einem Interview. Er und seine Verlobte Anna-Karina Wojcik haben jetzt mal verschoben. Und er sagt, ich will auch nicht unbedingt auf meiner Hochzeit über Skype mit der Verwandtschaft sprechen oder mit Mundschutz meine zukünftige Frau küssen. Und so gibt es für die beiden, so wie gesagt, für tausende andere Paare auch in Österreich noch ein bisschen zusätzliche Bedenkzeit. Zeit für ein bisschen Normalität. Der Mai, in dem wir mittlerweile sind, heute ja schon der 4. Mai, ist sozusagen der Spargelmonat. Im Moment gibt es ja den heimischen Spargel Gott sei Dank in Hülle und Fülle. Heute ein passendes Rezept dazu, und zwar aus Straßwalchen im Salzburger Flachgau. Bodenständig ist der elterliche Betrieb, in den Christina Herzog zurückgekehrt ist. Gemeinsam mit Mama Monika schwelgt sie in Erinnerungen, und zwar an den kanadischen Yukon. Der hatte sie angetan. Grizzlybären hautnah vom Rücken eines Pferdes, Fische wie im Schlaraffenland, tiefste Wildnis und große Freiheit hat sie dort erlebt. Eingekauft wird mit dem Flugzeug und auch gekocht wird, allerdings ganz anders als zu Hause. Guten Morgen Österreich! Ich freue mich, dass ich wieder daheim im mütterlichen Gasthaus bei uns in Straßwalchen kochen darf, weil da ist das Kochen und das Einkaufen nicht ganz so abenteuerlich wie im Yukon. Wir haben jetzt Mai und was passt nicht besser wie ein Spargel. Darum mache ich euch heute ein Spargel-Käse-Quiche und dazu fange ich gleich an mit unserem Topfenmürbteig. Dafür Mehl, Butter und Backpulver miteinander vermengen. Ich mache das aus dem Grund mit den zwei Teigkarten, weil unsere Körpertemperatur würde die Butter zu weich machen und den Teig zu brandig, und dann würde er nicht mehr gut zum Auswalken gehen. Jetzt den Topfen einarbeiten und rasch zu einem Teig kneten. Diesen nun in Frischhaltefolie wickeln und mindestens eine Stunde im Kühlschrank rasten lassen. Für die Spargelkäsefüllung beim grünen Spargel nur das untere Drittel schälen. Den Spargel nun 4 Minuten kochen und anschließend ein Viertel der Stangen in kleine Stücke schneiden. Frischkäse, Eier, Petersilie, Salz, Pfeffer und den Bergkäse gut miteinander verrühren. Zum Schluss die gekochten, gepressten Kartoffeln dazugeben. Und jetzt habe ich nur einen Tipp für euch. Ich koche den Kartoffel eben im Spargelsud, weil da ist der Geschmack dann einfach intensiver. Und zum Schluss kommen nachher nur die Spargelstücke dazu. Den ausgewalkten Teig auf ein Backblech legen und am Rand 2-3 cm hochziehen. Die Fülle am Teig verteilen, mit den Spargelstangen belegen und in die Fülle drücken. Mit Butter bestreichen und bei 200 Grad im Backrohr ca. 40 Minuten backen. Serviert wird die Quiche mit marinierten Tomaten und Frühlingssalat. Das war meine Variante vom Spargel. Wenn es euch gefallen hat, probiert es aus, kocht es nach, und ich wünsche euch gutes Gelingen. Ja, und weil wir gerade in Salzburg waren, er war dort 3 Jahre lang der Jedermann bei den Salzburger Festspielen. Dazu kommen viele, viele zahlreiche Rollen in Film, Theater und in Serien. Eine Branche, die derzeit komplett brach liegt. Wie geht einer der bekanntesten Schauspieler des Landes mit dieser Situation um? Das fragen wir ihn gleich selbst. Ich freue mich sehr, dass er heute bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen und guten Morgen, Cornelius Obonia. Schönen guten Morgen. Vielen Dank auch fürs frühe Aufstehen. Sehr gern. Wirklich sehr gerne? Ja, eigentlich ja. Das ist im Grunde der normale Standard. In normalen Zeiten, halt mit noch immer einem schulpflichtigen Kind, ja, ist es ein morgendliches Aufstehen. Ja, 14 Jahre ist er, glaube ich, der Sohn, ja, jetzt alt. Wie ist es dem gegangen in den letzten Wochen? Dem ist es überraschend gut gegangen. Vor allem, weil er, also erstens war seine Schule sehr, sehr schnell im Organisieren vom Homeschooling.
die waren innerhalb von 3 Tagen waren die eigentlich bereit. Mhm. Und das ist war sehr angenehm. Er musste sich ganz schnell selber organisieren, weil da war halt niemand außer auf dem Schirm. Das heißt, sein eigenes Zeug musste er haben, bereit mhm. haben. Und mit ein klein bisschen Hilfe natürlich zunächst war das dann schnell und plötzlich, wo ist er? Ja. Der lernt oben in seinem Zimmer. Okay. Wirklich? Ja, das war sehr schön. Überraschende Auswüchse. Überraschende Auswüchse. Vor allem in einer absurden Schnelligkeit hatte er sämtliche Videokonferenz-Tools heraus, die es so gibt. Mhm. Und dann sitzt er da und hat im Grunde wie die Staatschefs in der Europäischen Union plötzlich einen viergeteilten Bildschirm ja. mit lauter Menschen da. Und das geht ratzfatz. Also ja. für ihn war das gut. Allerdings natürlich ist es klar, ich möchte nicht wirklich darüber nachdenken, wie das mit viel, viel kleineren Kindern ist. Das glaube ich, ist für viele extrem, extrem anstrengend. Mhm. Und dadurch, dass er, sage ich mal, 14 ist, hat er ein paar gröbere Dinge schon überstanden. Ja. Auch für größere Kinder ist diese Umstellung natürlich eine Herausforderung. Wie geht es Ihnen in den letzten Wochen? Wie haben Sie diese Zeit erlebt? Tatsächlich völliger Stillstand. Also im Gegensatz zu den, ich darf leicht korrigieren, 4 Jahren jedermann, wo es eigentlich... 4 sogar. Jetzt also schon zwei, langsam... Ja, 13 bis 16. 15, 16. Stimmt, genau. ja. War das natürlich ein wirklich vollständiger Stillstand, genauso wie es alle anderen auch erlebt haben. Und da muss man sich schlicht und ergreifend neu einrichten und man hat auch seine Ängste und Unsicherheiten, wie alle anderen auch, weil es eben... Und gerade jetzt, wo die Lockerungen beginnen, wird das umso schlagender, wie lang das eigentlich war und wie lang es vielleicht auch noch werden kann jetzt für uns Künstlerinnen und Künstler. Es gibt jetzt einige Gespräche, wie man wieder ins Drehen kommen kann, wie man natürlich auch wieder Aufführungen machen kann oder vor allem auch Publikum in ein Theater bekommen kann, beziehungsweise ein ganzes Filmteam an ein Set. Mhm. Diese Überlegungen müssen hoffentlich gut gedient sein jetzt langsam. Ja. Sagen wir mal so, es sind dann auch auf der anderen Seite nur 7 Wochen. Stillstand. Man kann es ja auch so sehen. Ja? Wenn ich denke mir immer, wenn ich an ein paar, wir haben das sehr alle gemacht für die ganz ältere Generation. Ja? Und da sind wirklich Menschen drunter, die noch erlebt haben, dass hier in Wien nicht ein Haus unbeschädigt stand. Also man kann noch ganz anders von null anfangen. Und die haben das auch geschafft. Mhm. Und deshalb denke ich mir, es wäre ein großes Hoffnungsdenken in einem selbst, wenn man sagt, ja verdammt, es ist jetzt schwer, aber nach vor. Wir haben so viele Möglichkeiten. Es gibt ganz andere Länder, die nur die Hälfte bis zu einem Viertel all dieser Möglichkeiten haben, die wir haben, um das wieder hinzukriegen. Ja. Und so wie es unser Herr Bundespräsident gestern Abend in den Nachrichten gesagt hat, ja, wir werden das schaffen, Punkt. Was anderes gibt es sowieso nicht. Mhm. Also wird auch die Kulturbranche das schaffen. Ja. So sind wir. Hat er gesagt. Lassen Sie ein bisschen in die Zukunft schauen. Unter welchen Bedingungen könnten denn solche Dinge wie Dreharbeiten stattfinden? In Hollywood, da hört man, muss die gesamte Belegschaft quasi 14 Tage in Quarantäne, es wird alles Mögliche desinfiziert, die Künstler schminken sich selber. Wie wäre das in Österreich vorstellbar? Das kann ich jetzt ganz schwer beurteilen, weil da andere, auch in amerikanischen Arbeiten, teilweise andere Gesetzmäßigkeiten mhm. herrschen. Auch rechtlich andere Dinge herrschen. Aber grundsätzlich, wenn es Dinge wie eine Quarantäne braucht oder sowas, dann werden wir uns dran gewöhnen müssen und dann wird es das sein. Weil irgendwann werden auch die Sender quasi nicht mehr mit Wiederholungen auskommen. Also wir müssen wieder arbeiten, einfach auch um Inhalte zu schaffen. Mhm. Was ja auch gut ist. Und für eine intellektuelle Arbeit, glaube ich, gibt es keine bessere Zeit als diese. Es ist alles auf dem Silbertablett serviert, letztendlich, um sich viele, viele Gedanken zu machen um die Zukunft. Vor allem auch umwelttechnisch, würde ich vorschlagen. Aber was die Filmteams betrifft oder auch was Theater betrifft, das ist wirklich, da müssen sich sehr, sehr viele kluge Köpfe zusammensetzen. Aber ich denke, wenn es eine Art von Quarantäne geben soll, wenn, wie in Hollywood, wenn man zum Beispiel Requisiten oder überhaupt Orte versiegelt mhm. Ein bisschen vorher. Das kann schon funktionieren. Es ist eine enorme Umstellung. Vielleicht kann nicht mehr so staccato-artig massig produziert werden, wie es jetzt gerade so ist. Mhm. Oder bis zum Kriseneintritt, sage ich mal, normal war.
wo auch Kolleginnen und Kollegen, egal ob jetzt vor oder hinter der Kamera, zwischen den Produktionen hin und her gejumpt sind teilweise. Ja. Vielleicht wird das so nicht mehr gehen. Mhm. Das kann aber auch durchaus dazu führen, dass es auch unter Umständen im besten Fall sehr hohe und bessere Qualität gibt. Wir werden gespannt beobachten, was sich da tun wird und werden heute noch die Gelegenheit darüber haben zu sprechen. Vielen Dank für den Moment, Cornelia Sobonia. Bitte gern. Und damit geben wir gleich weiter zu Marie-Claire Zimmermann, die Sie auf den neuesten Stand bricht. Hier ist die Zeit im Bild um 7:30. Yo, 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 so ist es. Nicht nur rein in eine neue Woche, sondern auch in ein neues Monat. Der 4. Mai mittlerweile schon. Herzlich willkommen nach einem langen Wochenende. Wir hoffen, Sie haben es genossen. Ich hoffe, Sie haben es genossen. Waren vielleicht Eis essen, so wie viele andere. Haben sich die Haare schneiden lassen, wie viele andere. Viele Dinge sind wieder möglich, wie dieses Wochenende in den Friseursalons des Landes abgelaufen ist. Das schauen wir uns gleich an. Davor noch die Fakten für heute. Heute kehren rund 100.000 Maturanten und Maturantinnen wieder in die Schule zurück. Und ab heute sind auch Besuche in Seniorenheimen wieder möglich. Alles natürlich unter bestimmten Auflagen. Und seit Samstag dürfen eben auch die Friseure und Friseurinnen ihre Läden in Österreich wieder aufsperren. Das lange Warten hat ein Ende. Wir haben uns angesehen, wie schlimm die haarigen Auswüchse des Lockdowns wirklich waren und wie dieses Öffnungswochenende so abgelaufen ist. Es darf endlich wieder gewaschen, geschnitten, gefärbt und geföhnt werden. Und darauf haben einige hart gewartet und um den Termin am ersten Tag gekämpft. Ja, das habe ich gemacht. Friseur war heute das erste Mal und das war nach irgendwie 8 Wochen eine Freude. Es war irgendwie dringend nötig. Ich habe die Frau Vanessa wochenlang schon gequält, um einen Termin zu bekommen, und das ist mir auch geglückt offensichtlich. Und ich habe schon lange nicht so viel Sehnsucht nach einem Mann gehabt wie nach Herrn Steinmetz. Andere wiederum kamen auch ohne Friseur ganz gut zurecht. Weil schneiden, schnipseln tue ich immer ein bisschen selber, dann beschneide ich mich wieder ein bisschen, dann korrigiere das. Ich bin ein Naturmensch und mit der Schönheit ist auch nicht mehr so arg in meinem Alter. Also ich, natürlich bin ich froh heute, dass ich wieder den Kopf gewaschen kriege. Nur fürs Interview wollten die beiden Damen kurz die Maske abnehmen. Ansonsten ist sie Pflicht für die Angestellten ebenso wie für die Kundinnen und Kunden. Wir haben in 2 Wiener Salons nachgefragt, ob das auch klappt. Das funktioniert. Also die Maßnahmen lassen sich umsetzen. Wir sind noch sehr konzentriert darauf, dass wir jeden Gast bitten, dass er gleich auf die Toilette geht, sich die Hände wäscht. Es kommt jeder mit Maske. Und die Disziplin, dass die Maske auch den ganzen Besuch oben bleibt, funktioniert zu 100%. Die normale Maske, die geht, aber der Schutzschild, also wenn da im Sommer, also das ist zu heiß, man erstickt drunter. Nicht einmal beim Schneiden sind sie gescheit. Und dann haben sie die Gummihandschuhe auch noch an. Also es wird schon warm, aber kann man nichts dagegen machen. Wir sind ja doch daran gewöhnt. Aber zur Gesundheitssicherheit muss man das aufsetzen. Sicherheit wird also groß geschrieben. Im Salon Just gibt es gleich beim Empfang quasi eine Desinfektionsmittelbar. Meine Frau ist ja Medizinerin und die hat mir Gott sei Dank gleich alles gegeben, was zur Verfügung steht. Und Steinmetz und Bundi setzen bei der Kasse auf eine Plexiglaswand. Die ist nicht notwendig im Prinzip, aber nachdem wir irgendwie einfach schon die letzten Wochen uns vorbereiten wollten, haben wir uns da einfach auch ein bisschen schlau gemacht, wir machen das andere. Und das Resümee nach dem ersten Tag? Ja, große Freude bei den Kunden, auch bei uns auch. Ja, viele glückliche Gesichter haben wir da gesehen. Ich warte noch, bis wir da auch eine Plexiglasscheibe haben, aber noch nicht nötig. Zu beneiden sind die Friseurinnen und Friseurinnen aber nicht. Ständig bei der Maske, das fällt einem auf, wenn man jetzt einkaufen geht, 10 Minuten, Viertelstunde vielleicht selber die Maske drauf hat. Lustig ist es nicht, aber zumindest geht es so. Willkommen an diesem 4. Mai, ein Tag für die Geschichtsbücher, könnte man sagen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Zweiten Republik werden heute Milizsoldaten und Soldatinnen zum Dienst einberufen. Das sind rund 2300 Männer und Frauen aus ganz Österreich, die ab Mitte Mai die verlängerten Grundwehrdiener und Berufssoldaten dann ablösen werden. Und ein Ort, an dem heute viele Milizsoldaten eintreffen, das ist in Salzburg die Wals-Sitzenheim-Kaserne bzw. die Schwarzenberg-Kaserne in Wals-Sitzenheim bei Salzburg. Und dort ist schon Romy Seidel für uns heute in aller Früh parat. Romy, bei dir geht schon rund, die Autos fahren den ganzen Tag hinten rein, alle kommen zum Dienst. Und das an einem Tag, der auch für Salzburg historisch bedeutend ist.
ein wahrlich historischer Tag für Salzburg, denn genau heute am 4. Mai vor 75 Jahren ist der Zweite Weltkrieg in Salzburg offiziell zumindest beendet worden. Die Stadt Salzburg ist den heranrückenden US-Truppen kampflos übergeben worden und dadurch konnte weiteres unnötiges Leid und Zerstörung verhindert werden. Und die US-Armee hat hier diese größte Kaserne in Österreich flächenmäßig zumindest errichtet und hier rücken eben die Milizsoldaten heute ein. Bis 8 Uhr müssen sie da sein. Nach und nach fahren sie hier meist in Zivil in den Fahrzeugen ein. Bei mir ist der Salzburger Militärkommandant Anton Waldner. Es ist so, viele wissen nicht, was die Miliz ist, denn es ist eben der erste Einberufungsbefehl außer Übungen eben seit dem Bestehen der Zweiten Republik. Was ist die Miliz? Was sind ihre Aufgaben? Miliz bedeutet, der Soldat ist zu Hause, er geht seinem zivilen Beruf nach, er hat seine Ausrüstung zu Hause, er kommt regelmäßig zu Übungen und das Besondere heute, er wird teilmobil gemacht. Es ist eine Notsituation, heißt es, deshalb werden sie gebraucht, aber überall werden die Corona-Einschränkungen gelockert. Miliz klingt so bedrohlich. Wieso muss dieser Einsatz trotzdem jetzt sein? Wir haben jetzt die doppelte Einsatzstärke, die wir normalerweise hätten. Wir gehen von 2.000 auf 4.000 Mann. Und um diese Stärke mehrere Monate aufrecht zu erhalten, brauchen wir diese Sondermaßnahmen. Aufschubspräsenzdienst, das läuft gerade. Ab heute die Aufbietung der Miliz. Bei uns ist auch der Kommandant der Salzburger Miliz. Was bedeutet denn dieser Einberufungsbefehl, den Sie alle bekommen haben vor knapp 3 Wochen für Ihr ziviles Leben? Klarerweise ein Einschnitt für unser ziviles Leben, ein Einschnitt in der Dauer von 3 Monaten. Wir verlassen unsere Arbeitsplätze und unsere Familien, um hier in Uniform einen essentiellen Anteil an der Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung zu leisten. Sie haben sich alle verpflichtet, nach dem Präsenzdienst als Milizsoldat zur Verfügung zu stehen. Aber könnten Sie diesen Einberufungsbefehl auch ablehnen? Für bestimmte Personengruppen, ich denke dabei an Personen aus der Medizin, Pharmazie und dergleichen, besteht natürlich eine Befreiungsmöglichkeit. Und was bedeutet das für die Arbeitgeber? Die müssen Sie gehen lassen? Richtig. Gemäß Wehrgesetz, wenn eben im Zivilberuf kein zwingend notwendiger Grund besteht, diesen Personenkreis im Zivilleben zu behalten, werden diese einberufen. Ja, bei uns ist auch Gefreiter Dennis Bernhardt. Inwiefern bringt denn dieser Einberufungsbefehl jetzt Ihr ziviles, Ihr Privatleben durcheinander? Ihren Lebensplan für das nächste Vierteljahr? Das sind ja 3 Monate. Naja, natürlich ist es nicht gerade einfach, sein Zivilleben für 3 Monate zu pausieren. Also ich studiere im Zivilleben in Wien Architektur, arbeite auch nebenbei in einem Architekturbüro. Aber wenn man helfen kann, wenn man gebraucht wird, dann macht man das natürlich gerne. Und dafür trainieren wir als Miliz, dafür gibt es die Miliz. Waren Sie überrascht, als Sie diesen Einberufungsbefehl bekommen haben? Als ich ihn bekommen habe, nicht. Es wurde früh genug kommuniziert über diverse Kanäle, welche Einheiten betroffen sein werden. Und somit konnte ich schon damit rechnen. Dann bedanke ich mich, dass Sie uns also solche Einblicke jetzt gewähren und alles Gute Ihnen für die nächsten 3 Monate, Ihnen beiden. Vielen Dank. Soweit Informationen hier aus der Salzburger Schwarzenberg-Kaserne in Waldsitzenheim und zurück auf den Königlberg zu dir, Lukas. Vielen Dank, Romy Seidel, für uns in Salzburg. Wirklich einiges los schon heute in der Schwarzenberg-Kaserne. Willkommen in einer Woche, die vom Wetter her eigentlich alles bringt. Wir werden Sonne erleben, wir werden auch ein bisschen Regen erleben. Wind ist auch immer ein Thema in den nächsten Tagen, vor allem im Osten Österreichs. Also genau diese Dinge, die eigentlich der Garten braucht, damit die Dinge dort blühen können. Und so wie bei uns Menschen gibt es auch im Garten bei den Pflanzen Partnerschaften, die gut funktionieren und Partnerschaften, die weniger gut funktionieren. Pflanzenflüsterer Karl Bloberger ist heute quasi sowas wie ein Beziehungsberater und schaut sich für uns an, welche Gemüsesorten sie ruhig nebeneinander pflanzen können und warum die Petersilie sich selbst so gar nicht mag. Einmal haken ersetzt dreimal gießen. Das ist eine alte Gärtnerweise und die Bodenvorbereitung ist beim Aussehen das Um und Auf einen schönen guten Morgen. Das gilt natürlich nicht nur im Beet, sondern das gilt auch fürs Hochbeet oder auf der Terrasse im Tischbeet. Was wollen wir anbauen? Karotten und Zwiebel. Zwei Mischkulturpartner, die perfekt zusammenpassen. Und da gibt es einen Trick.
Damit die Karottensamen wirklich keimen, sollte man sie zuerst in ein Gefäß geben, wo Sand drinnen ist, ein bisschen Flüssigkeit und der Same zuschrauben, gut schütteln und auf die Fensterbank stellen, wo es sehr, sehr warm ist. Einige Tage stehen lassen, da sieht man dann die kleinen Wurzelchen von den Karotten schon und dann keimen sie sich und dann werden diese Samen mit dem Quarzsand gemeinsam in Saatrillen gestreut. Warum mischt man eigentlich Karotten und Zwiebel? Ganz einfach, die Karotte, der Geruch der Karotte verscheucht die Zwiebelfliege und der Geruch der Zwiebel verscheucht die Karottenfliege. Es gibt aber noch andere Mischkulturpartner. Zum Beispiel passen auch Sellerie und Kohlrabi perfekt zusammen. Oder aufpassen, Petersilie ist selbst unverträglich. Wo einmal Petersilie gestanden ist, darf man mindestens 4 bis 5 Jahre keine Petersilie anbauen, sonst bekommt es gelbe Blätter oder mickert so dahin. Und da dazu kommen jetzt noch die Steckzwiebeln. Die gelben sind die Stuttgarter Riesen und die roten sind die roten Karmen. Übrigens auch ein Trick, die kleinsten Steckzwiebeln liefern die besten und größten Zwiebelhäupel. Ich wünsche viel Spaß beim Garteln. Sind angeblich Pfingstrosen, hat heute eine Kollegin gesagt. Wir bekommen immer am Montag eine neue Lieferung Blumen. Vielen Dank an dieser Stelle. Floristen und Floristinnen des Landes haben ja schon länger geöffnet. Seit dem Wochenende, seit dem 1. Mai auch wieder alle anderen Geschäfte, Dienstleister dürfen ihre Produkte anbieten. Friseure, haben wir gesehen, haben geöffnet. Da stellt sich die Frage jetzt am Tag nach dem langen Wochenende, wie sehr wurde das von der Kundschaft, von uns Österreichern angenommen und wie schnell kann sich die Wirtschaft jetzt wieder erholen? Das alles analysiert auch heute Christoph Varger, für uns Leiter der Zeit im Bild 2. Christoph, guten Morgen. Guten Morgen. Wir erinnern uns an Bilder vom vergangenen Wochenende, wo es lange Menschenschlangen vor diversen Geschäften gegeben hat. Wie zufrieden ist denn die Wirtschaft mit diesen ersten Öffnungstagen? Naja, diese Schlangen dürften eher punktuell gewesen sein bei großen Möbelmärkten, bei großen Elektromärkten, weniger bei den kleinen Geschäften. Da sagen die Händler, naja, da ist noch Luft nach oben. Die waren mit den Umsätzen nicht so zufrieden. Was fehlt, sind derzeit die Touristen. Gerade in Wien, in Salzburg, da sind es die Urlauberinnen, die Urlauber, die auch wesentlich zu den Umsätzen beitragen und diese Umsätze fehlen derzeit. Das ist angesprochen, der Tourismus, der fehlt nicht nur jetzt, der wird auch in den nächsten Wochen noch fehlen und die Touristen vor allem, obwohl Ende Mai die Hotels wieder aufsperren dürfen. Ja, da kommen unterschiedliche Signale aus Deutschland. Auf der einen Seite ist die Reisewarnung in Deutschland für die ganze Welt verlängert worden, und zwar bis Mitte Juni. Auf der anderen Seite sagt der deutsche Außenminister Maas, die Grenzen innerhalb Europas sollen keinen Tag länger geschlossen bleiben als unbedingt nötig. Das heißt, es sind unterschiedliche Signale. Es ist zur Stunde völlig unklar, ob die Deutschen heuer ihren Sommerurlaub in Österreich verbringen können oder nicht. Etwas Licht am Ende des Tunnels gibt es, was die Arbeitslosigkeit betrifft. Die ist jetzt sogar zurückgegangen. Ganz leicht allerdings nur. Immer noch sind 570.000 Menschen in Österreich ohne Job. Dazu kommen die Menschen, die in Kurzarbeit sind. Und die Zahl der Menschen, die für die Kurzarbeit angemeldet sind, die steigt nach wie vor, und zwar ziemlich dramatisch. Insgesamt sind 1,8 Millionen Menschen derzeit in Österreich von Corona in ihrem Job direkt betroffen. Heute kommen neue Zahlen vom AMS und vom Arbeitsministerium. Wir werden in den Zeit im Bild-Sendungen und natürlich auch in der ZIP 2 darüber berichten. Mhm. Wie viel diese Krise kostet, darüber haben wir in den letzten Wochen schon öfter gesprochen. Ein großer Brocken an finanzieller Unterstützung vom Staat betrifft die Kurzarbeit. Die wurde jetzt abermals aufgestockt. Ganz genau. Das Geld, sozusagen, das reserviert ist für die Kurzarbeit, das beträgt 10 Milliarden Euro. 7 davon sind bereits verplant. Frage, ob die 10 Milliarden reichen werden. Ende der Woche gibt es eine Budgetsitzung. Dazu kommt, dass der Staat derzeit auf Teile der Steuerzahlungen der Unternehmen verzichtet. Es gab Steuerstundungen für Unternehmen in der Höhe von mehr als 4 Milliarden Euro. Mhm. Und auch wenn das sehr, sehr viel Geld ist, Unternehmer, so hört man, beschweren sich, dass das Geld aber nicht so schnell fließt und das alles sehr bürokratisch sei.
Ja, wir bekommen immer noch jeden Tag Mails von Unternehmern, die sich darüber beklagen, die sagen, es läuft schleppend, die Unterstützung läuft schleppend, vor allem was die Kurzarbeit betrifft. Die Unternehmer müssen die Löhne der Menschen vorfinanzieren, sozusagen müssen dafür Kredit aufnehmen und etliche haben noch keinerlei Zahlungen vom AMS erhalten. Da fürchten die Unternehmer, dass sie das in Schieflage bringen könnte. Weiterhin verhandelt wird auch um eine Unterstützung, was die Fluglinien betrifft. Auer und Lufthansa sind da in Verhandlung mit den Staaten, mit Österreich und Deutschland. Wie stehen da die Verhandlungen? Ja, angeblich gibt es eine Grundsatzeinigung zwischen der Lufthansa und der deutschen Regierung. Das hat Lufthansa-Chef Spohr gestern in einem Brief an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angedeutet. Einzelheiten sind da noch nicht bekannt. Es geht um Riesensummen, da wie dort, für die Lufthansa insgesamt um fast 10 Milliarden Euro. Die Auer wäre mit etwa 800 Millionen, knapp 800 Millionen dabei. Hauptstreitpunkt ist nach wie vor, steigt der Staat Deutschland bei der Lufthansa, Österreich bei der Auer oder auch bei der Lufthansa ein? Wird der Staat Eigentümer des Unternehmens? Die Lufthansa wehrt sich mit Händen und Füßen dagegen. Sie fürchtet, dass die Politik dann ins Unternehmen hineinregiert und will das unter allen Umständen verhindern. Sowohl die Lufthansa als auch die Auer haben mit Staatsbeteiligungen keine guten Erfahrungen gemacht. Christoph Wager, vielen Dank für diese Einschätzungen. Gerne. Während sich heute also viele Menschen in Österreich einfach wünschen, wieder normal arbeiten zu können, war das vor 51 Jahren heute auf den Tag genau das Thema Arbeiten auch eines, jedoch ein etwas anderes. Damals gab es Diskussionen um eine Arbeitszeitverkürzung in Österreich. Wir schreiben den 4. Mai. 1969 stehen Österreichs Arbeitnehmer vor dem Problem, schon bald mehr Freizeit zu haben. Dank eines Volksbegehrens zur Verkürzung der Wochenarbeitszeit auf 40 Stunden. Was erwarten sich die Österreicher? Weniger arbeiten. Ich glaube, in einer modernen Industrie muss beides möglich sein. Weniger arbeiten und mehr verdienen. 4. Mai 1949. Beim Landeanflug auf Turin streift ein Passagierflugzeug im dichten Nebel die Basilika von Superga und zerschellt am Boden. An Bord befindet sich die komplette Fußballmannschaft des AC Turin. Niemand überlebt das Unglück. Ganz Italien ist geschockt. Die schon zu Lebzeiten gefeierten Stars der Meistermannschaft werden in einem Trauerzug von einer 500.000 Menschen zu Grabe getragen. Das Stadion bleibt verwaist. Die Abstimmung ist geschlossen. Für Österreich ist eine wichtige Hürde auf dem Weg zum Beitritt in die Europäische Union genommen. Das Europaparlament hat mit überraschend hoher Mehrheit für Österreich als Beitrittsland gestimmt. Die Freude ist groß. Ich finde das ein fantastisches Ergebnis. An seinem heutigen Geburtstag gedenken wir Keith Haring. Der US-amerikanische Künstler war stark von der Graffiti-Kunst beeinflusst. Er starb 1990 in New York. Schauspielerin und Sängerin Pia Zadora gratulieren wir an ihrem Geburtstag ganz herzlich. Es war das einzige Radl, das im ORF-Fahrradfuhrpark noch zur Verfügung stand. Aber ich finde, es tut seinen Zweck. Einen schönen guten Morgen in einer frühlingshaften Woche. Radwetter ist angesagt. Wir starten heute in den Radfrühling bei Guten Morgen Österreich. Sogar einen eigenen Ständer. Sehr schön. Und tun das gemeinsam mit Julian Walkowiak. Schönen guten Morgen, Julian. Guten Morgen, Lukas. Du bist nicht nur Mountainbike-Guide, du veranstaltest Fahrradkurse für Kinder, bist selbst leidenschaftlicher Radfahrer und hast uns verschiedene Modelle mitgebracht. Wir wollen uns heute mit dir anschauen, was man denn jetzt zum Start in den Radfrühling quasi selber zu Hause machen kann und durchchecken kann. Gehen wir vielleicht die Räder kurz durch. Aha, sehr gerne. Also hier zu meiner Linken, da haben wir einen richtigen Packesel, ein Trekkingrad, mit dem kannst du super schöne lange Touren fahren. Mit dem bin ich zum Beispiel nach Kopenhagen schon raufgefahren. Boah. Kannst einen Kaffeebecher da reingeben und in den Taschen alles mitnehmen, was brauchst. Dann hier, das ist mehr so ein Rad zum Verlieben, sage ich, zum gemütlich herumfahren, im Flachen, kannst deine Einkäufe reingeben, ein bisschen was Nostalgisches. Dann haben wir das Orange, das ist ein Gravelbike, das ist eher sportiv ausgerichtet, da fährst du auf Schotterwegen, Waldwege gehen wunderbar, aber eher zum sportliche Ausfahrt machen.
Dann haben wir ein ganz schönes Kinderrad, ein Kinder-Mountainbike. Was, für circa 5-6-Jährige, schon mit Federgabel von WUM. Und mit dem du hergefahren bist, passt eigentlich relativ gut für deine Körpergröße. Vielen Dank. Haben wir das eigentlich das beliebteste Kinderrad Österreichs derzeit, das WUM-Rad. Wirklich? Mit dem fahren die kleinen Kinder so um die 3 Jahre, geht's los und lernen Radfahren. Ich verstehe die 3-Jährigen, ja. Macht Spaß. Du, wenn man jetzt, so wie das viele machen werden, nach dem Winter das Rad aus dem Keller holt, welche sind die Dinge, die man sich mal anschauen sollte? Also ich würde mal empfehlen, zuerst einmal Luft reinzugeben, weil meistens geht die Luft aus über den Winter. Dann sieht man recht schön am Reifen, grundsätzlich mal, hält die Luft oder nicht und wie schaut er optisch aus? Hat er vielleicht schon an der Flanke irgendwelche Risse? Dann sollte man unbedingt den Reifen wechseln. Kann ich das wirklich sehen, quasi, wenn er da im Seitenbereich irgendwelche Risse hat? So ist es, genau. Okay. Das siehst du optisch. Ja. Meistens ist er zusammendrückt und dann siehst du im zusammendrückten Zustand schon die Risse. Okay, das heißt, und dann quasi gleich zum Experten oder kann ich da selber was machen? Du kannst immer alles selber machen, wenn du weißt, wenn man es kann. Wenn nicht, dann lieber in die Fahrradwerkstatt bringen, das Radl. Ja. Gut, dann, die Reifen sind einmal das Erste. Genau, und dann einfach so Sicherheitspunkto Lichtanlage prüfen, bevor du losfährst. Wenn du dann Lichtdynamo hast, ich zeig dir das mal. Sehr gerne. Einfach mal schauen, Licht geht. Licht funktioniert, hinten natürlich auch prüfen, wenn du nur Anstecklichter hast, schauen, bevor du die erste Ausfahrt machst, ist die Batterie geladen. Ja. Dann punkto StVO, Straßenverkehrsordnung, die Sicherheit, hast du eine Glocke drauf, funktioniert die noch? Braucht man Glocke bei jedem Rad? Brauchst du bei jedem Rad, ja, wenn du auf öffentlichen Wegen fährst, brauchst du die Glocke. Rennrad? Da gibt es so lustige Ausnahmen. Ja, Rennrad braucht man nicht. Genau. Auch Reflektoren sind, glaube ich, im Rennrad nicht unbedingt Pflicht. Wenn du wirklich eine Rennradausfahrt machst zum Trainieren, brauchst du diese Dinge nicht. Aber für alle anderen Räder brauchst du sie. Mhm. Auch die Reflektoren nach vorne, Seite, hinten. Okay. Ich kann mich erinnern, mein Rad nach dem Winter hat immer eine rostige Kette gehabt. Soll man die dann gleich austauschen? Unter welchen Bedingungen kann man die Kette dann noch weiter verwenden? Ja, du musst sie nicht zwingend gleich austauschen. Erst einmal reinigen, den Rost wieder entfernen und dann einfach wieder ölen. Wenn du fährst und es quietscht, dann merkst du, hoppala, die Staub trocken. Sonst kannst du gerne mal mit dem Finger drüber streichen und schauen, ist da noch ein Fett drauf. Mhm. Und um feststellen zu können, ob du das tauschen musst, da brauchst du eigentlich eine Kettenlehre. Da misst man, wie verschlissen ist die schon. Und das klingt aber kompliziert für den Laien, oder? Ja, dann geh in eine Fahrradwerkstatt. Ich mache das sowieso so, genau. Ja. Okay. Und dann eins möchte ich aber noch sagen, weil nach dem Winter schauen wir mal alle Teile an. So eine Schraubenkontrolle, alles einmal nachziehen. Schauen zum Beispiel, sind die Griffe fest? Nicht, dass du losfährst, dann musst du bremsen und die Griffe drehen sich. Ja. Kannst du überhaupt noch bremsen? Wie ist der Druckpunkt? Also entweder hat man die mechanische Bremse, so wie hier, die gute alte V-Brake, dann kannst du mal optisch prüfen, wie schaut die Bremsbacke aus. Ja. Bei einer hydraulischen, wenn du den Griff schon wirklich bis zum Lenker durchdrücken kann, dann ist das zu viel. Julian, vielen Dank für diese vielen, vielen Tipps heute. Sehr gerne. Und damit bis später. Ja, komm. Ja, komm, liebe Sonne. Krabbel drüber über das Gebäude hier am Königlberg. Das Gebäude hat einen Namen, ORF-Zentrum steht's drauf. Und da sind wir auch in dieser Woche für Sie. Einen schönen guten Morgen. In einer Woche, in der schon langsam wieder ein bisschen Schritt für Schritt Normalität einkehrt und das Land wieder hochgefahren wird. Friseure haben wir gesehen und gehört, dürfen wieder offen haben, Seniorenheime dürfen wieder Besuche empfangen, die Bewohner zumindest dort drinnen. Und so geht es Schritt für Schritt. Dennoch gibt es Branchen, die weiterhin komplett stillgelegt sind. Die Theaterbranche, die Kulturbranche, Filme, Serien, alles kann im Moment nicht produziert werden. Wie geht es einem der bekanntesten Schauspieler des Landes damit? Cornelius Obonja wird gleich bei uns zu Gast sein. Davor wechseln wir in die Welt des Sports. Die Nummer 1 im heimischen Tennissport, Dominic Thiem, werden Sie kennen. Aber kennen Sie auch die Nummer 1 im heimischen Rollstuhl-Tennissport? Wenn nicht, dann ist es höchste Zeit. Ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Nico Langmann, guten Morgen. Hallo, Morgen, servus. Nico, lass uns über deine sportliche Karriere sprechen. Die ist in den letzten Monaten wahrscheinlich oder letzten Wochen zumindest auch einmal komplett auf Pause gedrückt worden. Ja, genau. Ist so wie bei allen. Also im Endeffekt
denke ich mir, in so einer Zeit wie jetzt ist es vielleicht ein bisschen dekadent, fast über Sport zu reden, weil okay, ich kann halt nicht Ball spielen, sozusagen die Konsequenz, aber es ist halt auch mein Beruf und mein Job und es ist so, dass wir ja genauso wie viele andere auch eben jetzt vom Beruf ausüben halt gehindert sind. Mhm. Wobei seit ein paar Tagen dürft sie wieder auf die Plätze. Genau, ja. Ab 20. April war die Regelung, dass Profisportler wieder beginnen dürfen. Da bin ich Gott sei Dank darunter gefallen und habe eben wieder mit dem Tennistraining auch begonnen. Dominik Thiem hat nach seiner ersten Einheit gesagt, ich habe Muskelkater, so wie ich den noch nie gespürt habe. Wie ist es dir gegangen? Du, ich war eigentlich sehr fleißig, auch in der trainingsfreien Zeit, war wirklich, habe mich fit gehalten, war dann zum ersten Mal wieder am Platz und habe den Muskelkater, glaube ich, noch immer. Ich weiß nicht, wann der weggeht. Okay. Also Tennis ist wieder so speziell, das kann man gar nicht. Wobei, das Training ist das eine, Wettkampf ist das andere. Turniere wird es jetzt bei euch auch nicht geben. Genau, ja, also theoretisch ist es einmal die Sperre bis 13. Juli, glaube ich. Aber alle zweifeln daran, ob das hält und wie lang dann die tatsächliche Sperre ist, werden wir dann eh alle sehen. Mhm. Jetzt ist es generell schon so, dass viele Menschen, die keine Behinderung haben, sich wahrscheinlich nicht vorstellen können, welche Herausforderungen jemand hat, der im Rollstuhl sitzt, der sonst spezielle Bedürfnisse hat. Ist das in Corona-Zeiten noch mehr der Fall, hast du das Gefühl? Noch mehr weiß ich nicht, aber es ist sicher so, dass viele Menschen mit Behinderung durch ihre Behinderung auch in die Risikogruppe fallen. Also ist natürlich die Gefahr sicher größer und die Gruppe an Menschen, die eben eine Behinderung haben, ist ja in Österreich relativ groß. Ich glaube, über 1 Million Menschen haben eine Behinderung in den verschiedensten Arten. Also ist natürlich so, dass viele sich da auch mit der Corona-Krise dann auch wirklich direkt eben betroffen sind. Hattest du jetzt in den letzten Wochen irgendwelche Herausforderungen, die du davor nicht hattest? Ich glaube, das hatten wir alle irgendwie. Aber natürlich ist es so, dass es ein ganz neues Leben irgendwo war. Also eben ein sehr anderes Leben. Und also ich persönlich muss ehrlich sagen, ich habe es auch gut nutzen können, nochmal für andere Sachen. Weil so lange war ich am Stück in Wien, glaube ich, das letzte Mal, wie ich 8, 9 Jahre alt war. Ja, weil du sonst eben viel unterwegs bist mit dem Tennis, natürlich mit deinem Beruf. Morgen ist Internationaler Inklusionstag. Da hast du heute schon was Schönes gesagt. Und zwar, was für dich Inklusion bedeutet. Ja, also ich kann es nur wieder wiederholen. Ist so, dass ich finde, Inklusion an sich muss man gar nicht extra betiteln oder definieren, weil ich finde, Inklusion sollte eigentlich die Normalität sein. Also alles, was nicht inklusiv ist, sollte man benennen, weil da ist es eben da, wo Menschen nicht gleich behandelt werden. Weil Inklusion ist einfach, wir werden alle gleich behandelt, haben alle die gleichen Chancen. Mhm. Was das Tennis betrifft, da wirst du gleich behandelt, wie zum Beispiel Dominik Thiem oder auch ein Dennis Novak, zumindest was den gleichen Trainer betrifft. Genau. Seit einigen Wochen und Monaten arbeitest du mit dem Vater von Dominik, mit dem Wolfgang zusammen. Wie läuft dein Trainingsalltag jetzt ab in Corona-Zeit? Gibt es irgendwelche speziellen Auflagen, Maske oder so? Na, also der Handschlag ist natürlich vor und nach Training abgeschafft und wir müssen natürlich auch die Sicherheitsabstände einhalten, aber es ist nicht deswegen, dass wir weniger trainieren, also natürlich trotzdem genauso hart und noch genauso intensiv. Und jetzt langsam denke ich mir, bin ich wirklich wieder bereit, Turniere zu spielen, aber das dauert natürlich noch. Ja, dem Dominik geht es ganz gleich. Ihr wart gestern gemeinsam unterwegs, wir haben da ein paar Bilder, was hast du da gemacht? Genau, wir waren gemeinsam Teilnehmer beim Wings for Life World Run. Das war dieses Mal natürlich nicht an einem großen Event, sondern jeder mit sich selbst, mit der App in der Hand, die getrackt hat, wie du gelaufen bist. Und das ist ja sozusagen ein Event eben für Rollstuhlfahrer. Und da fand ich es natürlich eigentlich ein super cooles Zeichen, dass zwei Tennis Spieler, zwei Freunde und einer davon ist eben die Nummer 3 der Welt, was umso cooler ist, einfach da die Runden gedreht haben. Also das war wirklich schön gestern. Laufen für die, die es selbst nicht können, war auch gestern das Motto. Wäre ja in Wien eine große Veranstaltung gewesen, was ich gehört habe. In Österreich dennoch 27.000 Menschen, die gestern daran teilgenommen haben. Ihr zwei wart es eben zwei davon. Sprechen wir noch ganz kurz, Nico, über so einen Ausblick. Kann man da irgendwie planen, was die nächsten Monate betrifft in deiner Situation? Ich glaube, wenn man jetzt viel plant, dann ist das irgendwie vergebene Mühe. Ich glaube, man lebt jetzt vor allem als Sportler von Tag zu Tag, kann eben so wie eigentlich ohnehin im Training nur jeden Tag das Beste geben, jeden Tag 100% machen und dann wird man sehen, was dabei rauskommt. Dafür alles, alles Gute. Vielen Dank. Derzeit, wie gesagt, auf Nummer 30 in der Weltrangliste, dass es da auch wieder ein bisschen nach vorne geht. Genau. Ich freue mich sehr, dass du heute bei uns warst, Nico. Danke dir. Mich hat's gefreut. Danke. Alles Gute.
Nico Langmann, also heute einer unserer prominenten Besucher. Cornelius Obonje wird dann gleich zu uns kommen. Ja, morgen Inklusionstag, internationaler. Da geht es darum, auch Menschen mit Behinderung wieder die Zeit zu geben, die Aufmerksamkeit, die sie verdienen. Und da hat eine Dame, und zwar ist es die Heilpädagogin Greta Scheichen-Ost, ein Projekt auf Instagram gegründet, wo es genau um diese Dinge geht. Die digitale Welt ist voll mit Bildern, die ein perfekt inszeniertes Leben zeigen. Der Sonderpädagogin Greta Scheichen-Ost war das irgendwann zu oberflächlich. Vor eineinhalb Jahren hat sie daher ihren Instagram-Account Unduso gestartet, wo sie Fotos von Menschen mit Behinderung veröffentlicht. Ich glaube einfach, dass Menschen mit Behinderungen in unserer Gesellschaft viel zu oft nicht sichtbar sind. Und ich wollte eine Plattform schaffen, wo es diese Sichtbarkeit halt dann gibt. Ein voller Erfolg. Ich freue mich halt einfach, wenn das Interesse groß ist, einfach damit drüber gesprochen wird. Und mir fällt da natürlich immer wieder selber auf, dass ich Vorurteile habe oder dass ich voreingenommen bin. Und das Projekt sagt mir schon immer wieder auf, dass man sich da selbst reflektiert und wie wichtig das ist, eben sich selbst oder seine eigenen Meinungen zu hinterfragen. Kurz vor der Corona-Krise hat sie Simon porträtiert. Ihr geht es immer auch darum, die Geschichte zum jeweiligen Menschen zu erzählen. Ganz oft kommt mir vor, wird für Menschen mit Behinderungen gesprochen, anstatt ihnen zuzuhören. Und ich wollte nie jemandem eine Stimme geben, sondern eben die Möglichkeit, selbst zu sprechen bzw. selbst zu erzählen. Und ich glaube einfach, dass die Texte genauso wie die Bilder ganz wichtig sind dabei. Was wünschst du für die Zukunft? Mein Wunsch ist, es ist ein großer Highlight. Was ist ein, was die für große Highlight? Highlight heißt, ich mache diese Fotos machen. Ich bin Künstler, weil ich kann das. Mhm. Stimmt, du kannst das. Ja. Das stimmt. Weil ich lebe mit Down-Syndrom 21 zu leben. Das macht, du liebst das, macht das Leben, glücklich. Gell? Das macht glücklich. Das Wichtigste ist, dass wir alle miteinander offen und empathisch umgehen und mit Respekt. Und dass jeder und jede sich mit dem Thema Inklusion auseinandersetzen soll, weil es uns alle betrifft. Unduso ist ein weiterer Schritt, das digitale Leben bunter und vielfältiger zu machen und somit Inklusion auch im Netz zu fördern. Guten Morgen und willkommen in der neuen Woche. Heute der 4. Mai. Der britische Premier Boris Johnson, wenn man sich dessen Leben in den letzten Wochen so ansieht, das war mehr als bewegt. Zuerst der Brexit, dann Corona infiziert, inklusive Aufenthalt auf der Intensivstation. Und jetzt ist er auch noch Papa geworden. Tut auch, glaube ich, gut nach so vielen negativen Schlagzeilen. Er und seine 32-jährige Verlobte Carrie Simmons haben vorigen Mittwoch einen Sohn bekommen, der auf die Namen Wilfred, Laurie und Nicholas hören soll. Die Namen Wilfred und Laurie wegen der Großväter des Paares. Der Name Nicholas zu Ehren von zwei Ärzten, die Boris Johnson auf der Intensivstation betreut haben. Wir bleiben, was unsere Promi-News betrifft, gleich im Vereinigten Königreich. Und da wurde Geburtstag gefeiert am Wochenende. Prinzessin Charlotte hat am Samstag ihren 5. Geburtstag gefeiert. Die Fotos, die der Kensington Palast dazu veröffentlicht hat, zeigen sie beim Packen von sogenannten Care-Paketen und auch Verteilen. Diese sind für isolierte Pensionisten und Pensionistinnen in der Nähe gedacht. Ich glaube, die kleine Charlotte hat sich ihre Geburtstagsfeier auch ein bisschen anders vorgestellt. Und auch nicht vorstellen kann sich Schlagersänger Stefan Ross jetzt in Corona-Zeiten zu heiraten. Das wäre nämlich geplant gewesen mit seiner Verlobten Anna-Karina Wojcik. Er sagt, da hat das Schicksal eben entschieden, dass es mal nicht sein soll. Ich will auch nicht unbedingt auf meiner Hochzeit über Skype mit der Verwandtschaft sprechen oder mit Mundschutz meine zukünftige Frau küssen. So gibt es für die beiden, so wie auch für tausende Paare in Österreich, ein bisschen mehr Bedenkzeit, was die Hochzeit betrifft. Ich glaube, Zeit für ein bisschen Normalität ist mittlerweile gefragt. Der Mai, der Spargelmonat schlechthin. Gott sei Dank gibt es ja auch den heimischen Spargel derzeit in Hülle und Fülle. Und deswegen gibt es heute auch bei uns ein Spargelrezept. Und zwar aus Straßwalchen im Salzburger Flachgau. Bodenständig ist der elterliche Betrieb, in den Christina Herzog zurückgekehrt ist. Gemeinsam mit Mama Monika schwelgt sie in Erinnerungen. Und zwar an den kanadischen Yukon. Der hat es ihr angetan. Grizzlybären hautnah vom Rücken eines Pferdes, Fische wie im Schlaraffenland, tiefste Wildnis und große Freiheit hat sie dort erlebt. Eingekauft wird mit dem Flugzeug und auch gekocht wird, allerdings ganz anders als zu Hause.
Guten Morgen Österreich. Ich freue mich, dass ich wieder daheim im mütterlichen Gasthaus bei uns in Strasswalchen kochen darf, weil da ist das Kochen und das Einkaufen nicht ganz so abenteuerlich wie im Yukon. Wir haben jetzt Mai und was passt nicht besser wie ein Spargel. Darum mache ich euch heute eine Spargel-Käse-Quiche und dazu fange ich gleich an mit unserem Topfenmürbteig. Dafür Mehl, Butter und Backpulver miteinander vermengen. Ich mache das aus dem Grund mit den zwei Tagkarten, weil unsere Körpertemperatur würde die Butter zu weich machen und den Teig zu brandig und dann würde er nicht mehr gut zum Auswalken gehen. Jetzt den Topfen einarbeiten und rasch zu einem Teig kneten. Diesen nun in Frischhaltefolie wickeln und mindestens eine Stunde im Kühlschrank rasten lassen. Für die Spargelkäsefüllung beim grünen Spargel nur das untere Drittel schälen. Den Spargel nun 4 Minuten kochen und anschließend ein Viertel der Stangen in kleine Stücke schneiden. Frischkäse, Eier, Petersilie, Salz, Pfeffer und den Bergkäse gut miteinander verrühren. Zum Schluss die gekochten, gepressten Kartoffeln dazugeben. Und jetzt habe ich nur einen Tipp für euch. Ich koche den Kartoffel immer im Spargelsud, weil da ist der Geschmack dann einfach intensiver. Und zum Schluss kommen nachher nur die Spargelstücke dazu. Den ausgewalkten Teig auf ein Backblech legen und am Rand 2 bis 3 cm hochziehen. Die Fülle am Teig verteilen, mit den Spargelstangen belegen und in die Fülle drücken. Mit Butter bestreichen und bei 200 Grad im Backrohr ca. 40 Minuten backen. Serviert wird die Quiche mit marinierten Tomaten und Frühlingssalat. Das war meine Variante vom Spargel. Wenn es euch gefallen hat, probiert es aus, kocht es nach und ich wünsche euch gutes Gelingen. Ja, dieses gute Gelingen, das wünschen wir Ihnen auch. Und weil wir gerade in Salzburg waren, 4 Jahre lang war er dort der Jedermann bei den Salzburger Festspielen. Dazu kommen viele Rollen, da fällt mir gleich alles runter, viele Rollen in Theater oder auf Theaterbühnen, in Serien und in Filmen. Das ist eine Branche, die derzeit nicht nur in Österreich komplett brach liegt. Wie geht einer der bekanntesten Schauspieler mit der aktuellen Situation um? Das fragen wir ihn gleich selbst. Heute bei uns zu Gast Cornelius Obonja. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Herr Obonja, wenn Sie zurückdenken, die letzten Wochen, wie haben Sie die erlebt? Tatsächlich völliger Stillstand. Ich habe versucht, wie viele andere auch, dann plötzlich halt mich zu Hause einzurichten und da versucht, teilweise sogar meinen Beruf auszuüben. Ist das gegangen? Hat das funktioniert? Das hat insofern funktioniert, als dass, wenn dann Sachen kommen, kann man nicht irgendwie mal was Kurzes lesen oder sowas oder einen Text oder Videos zusammenstellen. Dann habe ich das auch gemacht, Gott sei Dank. Das ging. Aber ansonsten ist es ja wie alle anderen auch, ohne Einnahmen, ohne Dasein. Und zuerst vermisst man es sofort, weil man aus einer gewissen schnellen Arbeitsart einfach aussteigt, abrupt. Dann beginnt man sich zu entspannen und dann beginnt man es wieder zu vermissen. Also es ist ja, wie alle. Einige Kollegen und Kolleginnen aus der Kunst-, Kultur- oder Musikszene haben ja die Regierung und deren Maßnahmen sehr stark kritisiert in der letzten Zeit. Wie sehen Sie die Situation? Ich glaube wirklich, man kann mit Sicherheit, hinterher ist es immer einfach. Man kann immer sagen, ja, da hätte man, da sollte man, etc. Das, was mit Sicherheit nicht so ganz gelungen war, man hatte so ein bisschen das Gefühl, so wirklich Ahnung, wie die Kulturschaffenden arbeiten, wird dann nicht gehabt. Und zwar faktisch, technisch. Das müssen die aber auch nicht. Ich bin auch kein Virologe und ich bin auch kein Arzt und kein Automechaniker. Ich weiß auch nicht, wie das geht in den inneren Zusammenhängen. Was mit Sicherheit jetzt, nachdem viele Wochen schon vergangen sind, kann man mit Sicherheit jetzt deutlich sagen, okay, jetzt bitte redet endlich mit den Menschen, die es tatsächlich tun. Also Theaterdirektoren, Filmproduzenten, das passiert ja jetzt auch. Es hätte durchaus früher werden können, aber da liebe ich das deutsche Sprichwort, hätte Fahrradkette. Ja, und wir müssen uns alle neu einstellen und es ist, glaube ich, auch für die Regierenden manchmal nicht allzu einfach, ad hoc Schnellentscheidungen treffen zu müssen. Denn das ist ja eine Situation, die ist nicht so abschätzbar. Man hat das nicht. Es gab auch außerdem null Vorlage.
Genau. Jetzt ist es allerdings durchaus nötig, deutlich, teilweise wirklich auch in Gelder zu greifen und die Leute zu unterstützen, die tatsächlich kurz davor sind, Wohnungen zu verlieren, das Dach über dem Kopf oder nicht wissen, wie sie Essen zahlen sollen. Wie die Film- und Theaterbranche weitergeht, das ist an sich ein extrem schweres Feld, weil man ist zweifach, sage ich einmal, mit einem Großproblem beschäftigt. Das eine ist, wie kriege ich ein Filmteam an ein Set? Wie bekomme ich ein Theater, eine Theaterproduktion, wo viele, viele, viele Menschen dran sind, in eine geordnete Arbeitssituation? Und andererseits, wie kriege ich das Publikum da rein, sprich in ein Kino oder vom Fernseher? Ja. Ist nicht allzu schwer. Ja, das ist nicht so. Aber ansonsten wäre es wirklich angetan, jetzt deutlich Gas zu geben. Schauen wir uns mal den Bereich der Produktionen an, wo noch kein Publikum dabei ist. Wenn man sich so ein Filmset vorstellt, da gibt es teilweise schon Vorschläge oder Ideen aus Hollywood, wo zuerst alle Mitwirkenden 14 Tage in Quarantäne gehen, wo alles versiegelt wird. Sind solche Dinge in Österreich vorstellbar? Könnte so wieder gedreht werden? Ich glaube ja, wenn es nötig ist, wird das die Zukunft sein. Ja? Man wird nicht alles so machen können, wie es jetzt medizinisch 100.000-prozentig fix ist. Das ist fast unmöglich. Aber man kann extrem gute Vorbereitung leisten. Also wenn es darum gehen sollte, in Quarantäne zu gehen oder sowas, dann wird man das schlicht und ergreifend tun müssen. Und ich denke, es wird vielleicht nicht so staccato-artig schnell produziert werden, wie das vorher der Fall war, sondern hintereinander weg unter Umständen. Es ist wirklich ein weites Feld, da gibt es hunderttausende kleine Dinge zu diskutieren und zu debattieren, aber es wird gemacht werden und ich denke, wir haben alle die Hoffnung, dass das funktionieren wird. Und anders kann man es auch gar nicht sehen. Jede Krise birgt doch eine Chance, es wird neue Versionen geben zu arbeiten und man kann dann nur die Hoffnung aufrechterhalten und kann sagen, ja gut, jetzt haben wir ein Problem, also mein Gott, lasst es uns lösen. Welche Dinge sich auch auftun durch die Krise im privaten Bereich in der Familie Oponia, werden wir heute noch beplaudern und vielleicht auch einen Blick auf die Ideen, die es in der Sommertheaterszene so gibt, uns anschauen. Herr Oponia, vielen Dank für den Besuch heute bei uns. Ich danke Ihnen. Und damit zum Nachrichtenüberblick von Marie-Claire Zimmermann. Bis gleich. Vielen Dank, Marie-Claire Zimmermann. Wir wechseln die Örtlichkeit, wir wechseln das Studio. Schönen guten Morgen, Österreich, um kurz nach 8:30. Schauen Sie mal, unsere kleine Studiopflanze hat Gesellschaft bekommen. Da wird sie sich freuen. Sehr schön, rein geht's in eine neue Woche, in der vieles wieder möglich ist. 100.000 Maturanten und Maturantinnen dürfen heute nach fast 2 Monaten wieder in die Schule. Werden sich auch freuen, in knapp 3 Wochen beginnt ja schon die Matura. Apropos Freuen und apropos positive Entwicklungen, Besuche in Seniorenheimen sind, wie heute auch schon öfter gehört, unter bestimmten Auflagen wieder möglich. Und dann gab es am Wochenende noch ein großes Thema. Seit Samstag dürfen die Friseursalons und Studios im Lande wieder aufsperren. Das lange Warten hat ein Ende. Wie schlimm waren sie wirklich, die haarigen Auswüchse des Lockdowns? Und wie gut war dieses Öffnungswochenende? Wir haben es uns angesehen. Es darf endlich wieder gewaschen, geschnitten, gefärbt und geföhnt werden. Und darauf haben einige hart gewartet und um den Termin am ersten Tag gekämpft. Ja, das habe ich gemacht. Friseur war das erste Mal und das war nach irgendwie 8 Wochen eine Freude. Es war irgendwie dringend nötig. Ich habe die Frau Vanessa wochenlang schon gequält, um einen Termin zu bekommen und das ist mir auch geglückt offensichtlich. Und ich habe schon lange nicht so viel Sehnsucht nach einem Mann gehabt wie nach Herrn Steinmetz. Andere wiederum kamen auch ohne Friseur ganz gut zurecht. Weil schneiden, schnipseln tue ich immer ein bisschen selber, dann beschneide ich mich wieder ein bisschen, dann korrigiert das. Ich bin ein Naturmensch und mit der Schönheit ist auch nicht mehr so arg in meinem Alter. Also ich, natürlich bin ich froh heute, dass ich wieder den Kopf gewaschen kriege. Nur fürs Interview wollten die beiden Damen kurz die Maske abnehmen. Ansonsten ist sie Pflicht für die Angestellten ebenso wie für die Kundinnen und Kunden. Wir haben in 2 Wiener Salons nachgefragt, ob das auch klappt. Es funktioniert. Also die Maßnahmen lassen sich umsetzen. Wir sind noch sehr konzentriert darauf, dass wir jeden Gast bitten, dass er gleich auf die Toilette geht, sich die Hände wäscht. Es kommt jeder mit Maske und die Disziplin, dass die Maske auch den ganzen Besuch oben bleibt,
funktioniert zu 100%. Die normale Maske, die geht, aber der Schutzschild, also wenn da im Sommer, also das ist zu heiß, man erstickt drunter. Nicht einmal beim Schneiden sind sie gescheit und dann haben sie die Gummihandschuhe auch noch an. Also es wird schon warm, aber kann man nichts dagegen machen, wir sind ja doch daran gewöhnt, aber zum Gesundheitssicherheit muss man das aufsetzen. Sicherheit wird also groß geschrieben. Im Salon Just gibt es gleich beim Empfang quasi eine Desinfektionsmittelbar. Meine Frau ist ja Medizinerin und die hat mir Gott sei Dank gleich alles gegeben, was zur Verfügung steht. Und Steinmetz und Bundi setzen bei der Kasse auf eine Plexiglaswand. Die ist nicht notwendig im Prinzip, aber nachdem ja, wir irgendwie einfach schon die letzten Wochen uns vorbereiten wollten, haben wir uns da einfach auch ein bisschen schlau gemacht, wir machen das andere. Und das Resümee nach dem ersten Tag? Ja, große Freude bei den Kunden, auch bei uns auch. Ja, viele glückliche Gesichter gab es da am Wochenende. Willkommen heute am 4. Mai, der ein Tag für die Geschichtsbücher sein wird. Erstmals in der Geschichte der Zweiten Republik rücken heute Milizsoldaten und Soldatinnen zum Dienst an. Das sind rund 2300 Männer und Frauen, die ab Mitte Mai die verlängerten Grundwehrdiener und Berufssoldaten, die jetzt noch im Einsatz stehen, ablösen werden. Ein Ort, an dem das passieren wird, ist die sogenannte Schwarzenberg-Kaserne in Wals-Sitzenheim bei Salzburg und von dort meldet sich jetzt Kollegin Romy Seidel und das an einem Romy für Salzburg besonderen Tag. Guten Morgen. Guten Morgen hier aus Salzburg, aus Wals-Sitzenheim und das kann man heute nicht oft genug sagen. Es ist wahrlich ein historischer Tag, denn genau heute am 4. Mai vor 75 Jahren ist der Zweite Weltkrieg in Salzburg zumindest offiziell beendet worden. Die Stadt Salzburg wurde den heranrückenden US-Truppen kampflos übergeben. Dadurch konnte weiteres unnötiges Leid und Zerstörung verhindert werden. Die US-Armee hat auch diese Kaserne, die flächenmäßig größte Kaserne in Österreich, errichtet. Und hier sind heute zwischen 6 und 8 auch die Milizsoldaten eingerückt. Es ist jetzt relativ ruhig geworden im Haupttor. Es tut sich hier nichts mehr, denn die Milizsoldaten, die sind jetzt alle schon bei den Covid-Tests. Bei mir sind aber der Milizkommandant und auch der Salzburger Militärkommandant. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr Brigadier Miliz, das klingt doch etwas bedrohlich. Es ist die Miliz noch nie eingerückt seit dem Bestehen der Zweiten Republik. Was macht die Miliz? Was sind die Aufgaben? Miliz, das bedeutet Soldaten, die sich zu Hause bereithalten. Sie sind fertig ausgebildet, sie haben ihre Ausrüstung zu Hause. Sie gehen ihrem zivilen Erwerbsleben nach, rücken regelmäßig für Übungen ein. Oder werden, wie heute, mobil gemacht. Haben die auch eine Waffe zu Hause? Die Waffe ist nicht zu Hause. Das ist das Einzige, was sie jetzt zusätzlich noch bekommen. Jetzt wissen wir seit Tagen, seit bald Wochen, dass es diese Lockerungen bei den Corona-Beschränkungen gibt. Wieso muss dann dieser Milizeinsatz trotzdem sein? Das macht irgendwie kein so gutes Gefühl. Also ich gehe davon aus, dass die Grenzkontrollen, und die Miliz wird mit Masse an den Grenzen eingesetzt werden. Schengen ist österreichweit aufgehoben. Weitergehen wird über Monate noch. Wie viele Frauen sind denn unter den Milizsoldaten dabei? Leider viel zu wenige, nur 4 österreichweit. Aber Sie wissen, wir haben keine Wehrpflicht für Frauen. Herr Oberleutnant, was bedeutet dieser Einberufungsbefehl, den Sie vor knapp 3 Wochen bekommen haben, für Sie und Ihre Kameraden und Kameradinnen? Natürlich einen absoluten Einschnitt in unser ziviles Leben. Wir gehen weg von unseren Arbeitsstätten, von unseren Familien, um unseren Dienst beim Militär zu leisten und somit einen essentiellen Anteil an der Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung zu leisten. Wie reagieren da die Arbeitgeber, wenn auf einmal ein Mann oder eine Frau einberufen wird und weg ist, sage ich mal? Das ist natürlich von Fall zu Fall unterschiedlich, allerdings mehrheitlich, so wie ich das von meinen Männern gehört habe, sehr positiv. Die Arbeitgeber sehen, dass wir Wichtiges leisten und eben einen essentiellen Anteil an der Sicherheit Österreichs leisten können. Könnte jemand diesen Einberufungsbefehl ablehnen, obwohl sich ja alle dafür verpflichtet haben, nach dem Präsenzdienst, wenn sie sich zur Miliz bekennen, sage ich jetzt? Ja, das ist in einzelnen Fällen möglich. Ich denke dabei an spezielle Berufsgruppen, die einfach systemimmanent sind, systemwichtig. Mediziner, Leute aus der Pharmazie beispielsweise. Bei uns ist auch, Dankeschön, Christoph Kamet-Rieser. Es ist jetzt
halb neun. Was würden Sie jetzt um diese Uhrzeit am Montag in Ihrem zivilen Leben machen? Durch das, dass ich Lehrer bin an einer Schule gleich in der Nähe, würde ich jetzt vermutlich im Unterricht stehen und unterrichten, meine Kinder. Hat die Schule schon offen? Haben Sie auch Maturantinnen und Maturanten? Nein, ich bin an einer neuen Mittelschule, das heißt nur 10 bis 14 Jahre, also 1. bis 4., also 5. bis 9. Schulstufe. Also das würde bald auf Sie zukommen? Bitte? Das würde bald auf Sie zukommen jetzt, wenn die Schule wieder genau, beginnt? Genau, die Schule wird am 18. dann aufmachen eben, wird die Schule wieder geöffnet. Momentan ist es natürlich E-Learning, Distance Learning. Und dieser Einberufungsbefehl, hat der Ihr privates Leben trotzdem durcheinandergewirbelt? Immerhin sind Sie jetzt ein Vierteljahr weg. Ja, natürlich. Es ist natürlich schwierig, da alles unter einen Hut zu bringen, vor allem in so einer Situation, wie sie jetzt ist. Aber durch das, dass wir den Einberufungsbefehl natürlich schon vorzeitig bekommen haben, habe ich natürlich die Vorbereitungen dementsprechend treffen können. Also das war jetzt nicht so akut, sondern ich habe schon Zeit gehabt, meine persönlichen Erledigungen zu erledigen. Weil im März dieser Beschluss gefallen ist, dass die Milizen einrücken müssen, der genau, natürlich bereitet man sich dann einerseits mental und so weiter darauf vor. Vielen Dank, alles Gute für die nächsten 3 Monate. Danke. Dankeschön. Und mit diesen Informationen aus Salzburg, aus der Schwarzenberg-Kaserne, der größten Kaserne in Österreich, zurück zu dir, Lukas, auf den Königlberg in euer mobiles Fernsehstudio. Vielen Dank, Romy Seidler, und schöne Grüße nach Salzburg. Ja, der 4. Mai, hat Romy gesagt, ein historischer Tag für Salzburg, aber auch für viele Menschen auf der ganzen Welt. Heute ist nämlich internationaler Star Wars Tag. Ja, auch den gibt es. Wir haben einen Österreicher getroffen, für den ist heute quasi Feiertag. Seit mehr als 20 Jahren ist er ein riesengroßer Star Wars Fan. Wir haben ihn und ihn, damit meine ich Thomas Schuster, in einer nicht allzu fernen Galaxie namens Niederösterreich besucht. Ja, es ist eigentlich das moderne Märchen, also moderne Technologie, klassischer Kampf zwischen Gut und Böse, also all das, was man eben vielleicht früher in den Märchenbüchern gehört hat, hat man hier wiedergefunden. Thomas Schuster lebt in Zellerndorf in Niederösterreich und ist Star Wars-Fan. Für mich ist Star Wars Star Wars und nicht nur wegen den Filmen, sondern auch wegen der Community, und da macht es jetzt keinen Unterschied, ob es jetzt die neuen Filme oder die alten Filme sind. Es ist alles ein Themengebiet. Der IT-Fachmann sammelt Unterschiedlichstes zum Thema. Dabei stellt er sein Geschick und gutes Herz unter Beweis. Das sind jetzt meine selbstgebastelten Kostüme sozusagen. Der Weiße ist natürlich ein Stormtrooper der alten klassischen Trilogie. Dieser ist eben in der Stunt-Ausführung. Also das sind jetzt keine Figuren, sondern alles tragbare Kostüme. In Österreich bin ich Mitglied bei der Rebel Legion und der 501st Legion. Und wir arbeiten sehr eng mit dem St. Anna Kinderspital, der österreichischen Kinderkrebshilfe und auch mit Make-A-Wish zusammen. Was mich vor allem hier fasziniert hat, ist, wie diese Gruppe in ihren Kostümen bei den oft schwer erkrankten Kindern doch noch ein Lächeln hervorzaubern kann. Etwas Persönliches zählt zu den Highlights der Sammlung. Ich war auch in England, Amerika auf zahlreichen Messen. Man konnte dort auch mit den Stars wie Carrie Fisher oder Mark Hamill plaudern. Ja, es spielt halt sehr viel Glück mit. Zum Beispiel war ich sehr lange auf der Suche nach einem Autogramm von George Lucas, der ja eigentlich nur für Charity-Organisationen unterschreibt. Und habe dann eben durch einen Linzer, der in Amerika eben eine größere Menge Autogramme gekauft hat, dann mein George-Lucas-Autogramm bekommen. Dann möge die Macht auch weiterhin mit dem 35-Jährigen sein. Ja, Ihnen auch einen schönen Star Wars Tag heute am 4. Mai. Damit aber wieder zurück in die Realität und auf den Boden der Tatsachen, der wie folgt aussieht. Seit kurzem, seit wenigen Tagen haben die Friseure wieder geöffnet, Dienstleister, andere Geschäfte dürfen ebenfalls offen haben. Wie schnell dauert es, dass sich die Wirtschaft jetzt erholt? Das analysiert heute für uns Christoph Varga, Leiter der Zeit im Bild 2. Christoph, noch einmal guten Morgen. Guten Morgen. Wir erinnern uns, vor ein paar Geschäften gab es doch Bilder von Menschenschlangen, aber so generell, wie wurde dieses, ich nenne es mal, Öffnungswochenende von der Wirtschaft angenommen?
Naja, die Schlangen waren eher punktuell bei einzelnen Möbelmärkten, bei einzelnen Elektromärkten. Die kleinen Händler, die sagen, bei den Umsätzen ist noch Luft nach oben. Im Morgenjournal gerade hat ein Vertreter des Handelsverbands gesprochen und gesagt, über die Branche hinweg ist man derzeit bei einem Minus von 50% gegenüber Vor-Corona-Zeiten. Was fehlt, sind Umsätze etwa aus dem Tourismus. Die Urlauberinnen und Urlauber, gerade jetzt im Frühjahr an den langen Wochenenden, tragen doch wesentlich zum Umsatz bei, etwa in Wien und Salzburg. Naja, und der fehlt natürlich in der Kasse. Die Touristen werden auch noch länger fehlen, zumindest Wochen, vielleicht auch Monate. Man weiß es nicht, obwohl die Hotels, die dürfen zumindest Ende Mai wieder aufsperren. Ja, die Frage ist, ob Gäste aus dem Ausland kommen können. Da gibt es zum Beispiel aus Deutschland ganz unterschiedliche Signale. Auf der einen Seite wurde die Reisewarnung für die ganze Welt bis Mitte Juni verlängert. Auf der anderen Seite sagt der deutsche Außenminister Heiko Maas, innerhalb der EU sollen die Grenzen nicht länger geschlossen bleiben als unbedingt nötig. Also zur Stunde ist noch völlig unklar, ob die Deutschen heuer ihren Sommerurlaub in Österreich verbringen können. Ein kleines, aber zumindest ein Licht am Ende des Tunnels gibt es, was die Arbeitslosigkeit betrifft. Da sind die Zahlen, hört man, zumindest leicht zurückgegangen. Ja, ganz leicht. Immer noch sind 570.000 Menschen arbeitslos und das ist sehr, sehr viel. Und zugleich steigt auch nach wie vor die Zahl der Menschen, die in Kurzarbeit sind. Insgesamt sind also 1,8 Millionen Menschen entweder arbeitslos oder in Kurzarbeit. Heute werden die neuesten Zahlen bekannt gegeben vom AMS und von der Arbeitsministerin. Wir werden in den seit den Bild-Sendungen und natürlich auch in der ZIP 2 darüber berichten. Wie teuer diese Krise für den Staat ist, auch darüber haben wir schon öfter gesprochen. Ein großer Brocken entfällt natürlich auf die finanzielle Unterstützung der Unternehmen, was die Kurzarbeit betrifft. Die musste jetzt wieder erhöht werden. Auf 10 Milliarden Euro eine gewaltige Summe. 7 Milliarden sind bereits ausgeschöpft. Der Staat versucht auch, den Unternehmen ein bisschen unter die Arme zu greifen, indem er auf Steuerleistungen teilweise verzichtet. Steuervorauszahlungen wurden zum Teil gestundet. Auch das in der Höhe von mehr als 4 Milliarden Euro. Diese Hilfe, die fließt teilweise aber zögerlich. Es sei sehr bürokratisch, hört man von Unternehmen. Da bekommen wir nach wie vor fast täglich Mails von Unternehmern, die diese schleppende Abwicklung beklagen. Vor allem geht es da um die Kurzarbeit. Die Unternehmer sagen, sie müssen die Kurzarbeit quasi vorfinanzieren für den Staat. Sie müssen die Löhne zahlen. Es kommt jetzt dann das Urlaubsgeld zur Auszahlung, müssen dafür Kredit aufnehmen und fürchten, dass sie dadurch in Schieflage kommen. Also ein bisschen Sand noch im Getriebe, könnte man sagen. Schauen wir kurz auf die Fluglinien. Auer und Lufthansa verhandeln da mit Österreich und Deutschland. Wie laufen diese Verhandlungen? Angeblich gibt es eine Grundsatzeinigung zwischen der Lufthansa und dem deutschen Staat, der deutschen Regierung. Das hat jedenfalls Lufthansa-Chef Spohr gestern in einem Brief an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angedeutet. Es geht um Riesensummen für die Fluglinien bei der Lufthansa, um zwischen 9 und 10 Milliarden Euro. Bei der Auer geht es um knapp 800 Millionen. Hauptstreitpunkt ist weiterhin, ob der Staat, Deutschland oder Österreich, bei der Lufthansa einsteigen oder nicht. Die Lufthansa versucht das mit allen möglichen Mitteln zu verhindern. Sie will nicht, dass die Politik beim Geschäft mitredet. Sowohl die Lufthansa als auch die Auer haben mit Staatsbeteiligungen schlechte Erfahrungen gemacht. Aber dennoch ist, glaube ich, ist davon auszugehen, dass Österreich und Deutschland keine finanzielle Unterstützung geben wird, ohne dass nicht der Steuerzahler was davon hat. Absolut, und das ist natürlich völlig verständlich. Die Frage ist nur, ob die Staaten einsteigen bei den Unternehmen und dort auch im Aufsichtsrat sitzen und sozusagen im Geschäft mitreden oder ob man das über fix vereinbarte Zinszahlungen macht, ähnlich wie man das in der Finanzkrise bei den Banken gemacht hat. Es wird wahrscheinlich ein Kompromiss aus beiden herauskommen. Die Verhandlungen laufen. Möglicherweise erfahren wir da heute schon mehr. Vielen Dank für die Einschätzungen und noch eine schöne Woche, Christoph Wager. Danke. Ja, heute am 4. Mai, da würden sich viele Menschen in Österreich wünschen, einfach wieder normal arbeiten zu können, normal arbeiten zu dürfen. Heute, vor genau 51 Jahren, war das Thema Arbeit in Österreich auch ein großes. Es wurde diskutiert, weil damals die Arbeitszeit verkürzt wurde. Wir schreiben den 4. Mai. 1969 stehen Österreichs Arbeitnehmer vor dem Problem, schon bald mehr Freizeit zu haben. Dank eines Volksbegehrens zur Verkürzung der Wochenarbeitszeit auf 40 Stunden. Was erwarten sich die Österreicher? Weniger arbeiten. Ich glaube, in einer modernen Industrie muss beides möglich sein. Weniger arbeiten und mehr verdienen. 4. Mai 1949. Beim Landeanflug auf Turin streift ein Passagierflugzeug im dichten Nebel die Basilika von Superga und zerschellt am Boden. An Bord befindet sich die komplette Fußballmannschaft des AC Turin. Niemand überlebt das Unglück.
Ganz Italien ist geschockt. Die schon zu Lebzeiten gefeierten Stars der Meistermannschaft werden in einem Trauerzug von einer 500.000 Menschen zu Grabe getragen. Das Stadion bleibt verwaist. Die Abstimmung ist geschlossen. Für Österreich ist eine wichtige Hürde auf dem Weg zum Beitritt in die Europäische Union genommen. Das Europaparlament hat mit überraschend hoher Mehrheit für Österreich als Beitrittsland gestimmt. Die Freude ist groß. Also ich finde das ein fantastisches Ergebnis. An seinem heutigen Geburtstag gedenken wir Keith Haring. Der US-amerikanische Künstler war stark von der Graffiti-Kunst beeinflusst. Er starb 1990 in New York. Schauspielerin und Sängerin Pia Zadora gratulieren wir an ihrem Geburtstag ganz herzlich. Profi-Rollstuhl-Tennisspieler Nico Langmann war heute bei uns zu Gast und hat uns darüber berichtet, dass auch die Sportwelt komplett stillgestanden ist. Teilweise tut sie das noch immer und so gibt es viele Branchen, die derzeit brach liegen, wo einfach der Pauseknopf gedrückt wurde und weiterhin bleiben wird. Wie ist das in der Kultur- und Kunstszene? Wie ist das auf Theaterbühnen, was zum Beispiel auch die Filmproduktion, die Serienproduktion betrifft? Was kann da jetzt gemacht werden? Ab wann kann wieder gearbeitet werden? Das fragen wir einen der bekanntesten Schauspieler des Landes. Cornelius Obonja ist heute unser Stargast. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen Ihnen. Herr Obonja, wenn Sie nicht bei uns wären, was würden denn für Dreharbeiten derzeit anstehen für Projekte? Gar keine. Wirklich? Also hätten Sie sowieso frei? Im Moment, naja, nein, es ist, sagen wir mal so, nach der Berlinale, Februar in diesen Monaten, da, traditionellerweise werden da die Dinge wirklich fix fertig geplant, März, April, Mai betreffen, Juni betreffen. Das ist natürlich durch Corona sofort geplatzt. Mhm. Also es gab schon einige Dinge, aber das war natürlich weg mit einem Fingerschnips. Es gibt durchaus Projekte, die da sind, die Gott sei Dank noch stehen. Und die werden jetzt im Sommer gemacht, hoffentlich, je nachdem, ob wir es können. Oder eben im Herbst, in stiller Hoffnung, dass keine zweite Welle kommt, so wie sie von vielen durchaus seriösen und informierten und wissenden Wissenschaftlern angekündigt wurde. Mhm. Wir haben heute schon viel darüber gesprochen, wie es denn möglich wäre, dass man auf einem Filmset wieder arbeitet, was Serienproduktion, Filmproduktion betrifft. Ich denke mir, jetzt stehen wir kurz vor dem Sommer 2020. Viele Sommertheaterbühnen werden geschlossen bleiben, wenn nicht sowieso alle. Sie haben voriges Jahr mit Ihrer Frau in St. Margarethen zum Beispiel inszeniert, haben da ein bisschen einen Einblick. Gibt es da Ideen, wie denn sowas im Sommer stattfinden könnte? Das ist eigentlich eine Frage an die jeweiligen Veranstalter, weil die müssen mit den Gegebenheiten so umgehen. Wir als Regisseurinnen und Regisseure, jetzt in diesem Fall St. Margarethen, als wir das gemacht haben, die Vorbereitungszeit ist extrem lange. Also es war, glaube ich, sehr, sehr richtig und klug von St. Margarethen abzusagen, so blöd das ist. Denn es wäre absolut unverantwortlich gewesen, irgendeine Art von Vorbereitung zu leisten. Allein schon die unzähligen Sitzungen, die wir hatten mit unseren Teammitgliedern, bevor überhaupt der Aufbau beginnt, der jetzt April, Mai schon langsam losgeht, speziell jetzt für St. Margarethen gesprochen, das wäre unmöglich gewesen, unverantwortlich und auch im positiven Sinne nicht erlaubt. Also war es eigentlich die einzige Möglichkeit, das so zu tun jetzt für St. Margarethen. Das wird jedes Festival für sich neu entscheiden müssen. Mhm. Auch natürlich unterschiedlich dem jeweiligen Wirtschaftsfaktor gemäß, den ein Festival auslöst in seinem Umkreis. Ja. Wie hat sich denn Corona und diese Zeit jetzt auf die Familie Obonja ausgewirkt? Sie haben da gesagt, was den Sohn betrifft, glaube ich, der 14-jährige Attila, da hatte es teilweise positive Auswirkungen. Hatte es wirklich. Also das schnelle Erlernen müssen der Selbstorganisation war für ihn natürlich sehr gut. Wie gesagt, noch einmal, es ist für mit Familie mit kleinen Kindern, die, also ich glaube, es wäre für uns noch was ganz anderes gewesen, einen Vierjährigen zu bespaßen zu müssen als den 14-Jährigen. Das ist natürlich, da ist man aus dem Gröbsten raus, wie man so schön sagt. Das ist insofern ein Vorteil. Andererseits ist das auch, hat es ihm tatsächlich einen Schub gegeben, sich schneller organisieren zu müssen und zu verstehen, dass jetzt eine gewisse Dauerhilfe, die aus der Schule nun einmal kommt, nicht da ist.
Er bekommt von zu Hause durchaus sehr große Hilfe von meiner Frau. Ich wollte gerade sagen, wer hilft denn dann, die Frau oder das, sind Sie es? Das ist in dem Fall ist es meine Frau, weil sie definitiv die Klügere von uns beiden ist, was das betrifft. Gibt es nicht ein Fach, wo Doch, Sie auch unterstützen natürlich. Können? Ja, na sicher. Nein, Englisch, das ist so eher auch mein Fall. Mhm. Immer gemessen an dem, wo wir sind. Also wir helfen einander. Wenn meine Frau nicht da ist, mache ich es und umgekehrt. Aber die Hauptlast liegt dann, da ich mehr drehe und mehr vor der Kamera bin, liegt dann in dem Fall bei meiner Frau. Herr Bonnier, wir haben uns sehr gefreut, dass Sie heute bei uns zu Gast waren. Ich wünsche, auch wenn die nächsten Wochen noch sehr viel Ungewissheit in sich tragen, alles, alles Gute und freue mich auf ein Wiedersehen. Ich war sehr gerne hier und bitte gesund bleiben. Das werden wir versuchen. Vielen Dank. Und Ihnen ebenfalls noch einen schönen Tag, gleich mit Fit mit Philipp und jetzt mit der ausführlichen Zeit im Bild.